Es ist 20 Uhr, willkommen bei der Tagesschau. Ach nee, Moment, das war ein anderer Podcast. Insofern herzlich willkommen zur zweiten Folge von Die Sicherheitsphilosophen. Wir haben letzte Mal von euch Feedback bekommen. Unglaubliches, ja, von unseren, wir haben es ja angekündigt, wir wollten ja 1000, 1000 Abonnenten bzw. 1000 Zuschauer erreichen. Wir haben das Ziel mit 999 ganz knapp verfehlt, aber nichtsdestotrotz haben wir ganz tolles Feedback von euch bekommen. Und zwar, ja, Alexander schrieb, die Welt braucht mehr Sicherheitsnerds. So weitermachen, das tolles Format hat mich zwar 2 Stunden von der Arbeit abgelenkt, aber ich hoffe, da kommt zukünftig mehr. Ich find das unglaublich für die erste Folge, die ja, wie wir dann im Nachhinein festgestellt hatten, ab und zu ein paar kleine Tonprobleme hatte und wir auch die Hintergrundgeräusche festgestellt haben, dass die mit aufgenommen werden, wenn man mal schnell nebenbei nochmal was sucht oder einen Artikel raussucht. Und der Ronny schrieb, es macht total Spaß, wenn man während der Arbeit 2 vertraute Stimmen hört. Da kommt die Arbeit gleich viel leichter von der Hand. Also vielen Dank an dieser Stelle. Wir haben leider gar keine Themenvorschläge bekommen für die zweite Folge und von daher würde ich sagen, haben wir uns wieder welche rausgesucht und Genau, da würde ich dir einfach mal ins Wort fallen. Mit ein bisschen Glück kriegt ja der, weiß ich nicht, der tausendste Zuhörer kriegt dann, schickt uns Themenvorschläge. Nochmal, um das Thema von letztem Mal aufzugreifen, und zwar Breitscheidplatz, da hatten wir uns ja darüber unterhalten, dass es da Sicherungsmaßnahmen gegen das Auffahren gibt, um das mal so schön im Fachjargon auszudrücken. Und witzigerweise kam dann letzte Woche eine neue Nachricht in die Zeitung, nämlich dass dieses Provisorium, ja, wie wir schon festgestellt haben, bei den Anrainern nicht ganz so beliebt ist und man nun endlich eine neue Idee hat, wie man den Breitscheidplatz denn schützen könnte. Und zwar ist bisher der Plan, diese Streben, oder nicht die Streben, diesen Rammschutz zu beseitigen und zu ersetzen durch einen rund 3 Meter hohen Schriftzug Berlin. Und zwar ziemlich genau da, wo damals der Attentäter auch mit dem LKW auf den Breitscheidplatz aufgefahren ist. So steht es zumindest in dem Artikel. Und dieser Schutz soll ungefähr 2 Meter hoch sein, sollen Stahlbuchstaben sein. Und diese 2 Meter hohen Buchstaben sollen auf einem ungefähr einen hohen Meter, 1 Meter hohen, so rum, Betonsockel stehen, also dass das Ganze dann eine Höhe von knapp 3 Metern hat. Über die Gewichtsangabe steht hier leider nichts. Ich denke mal, da werden wir abwarten müssen, was dieser Schriftzug dann wirklich bringt, wie der aussieht und was, wenn man sich den anguckt, was da die eigene persönliche Meinung zu ist, was das dann bringen soll. Was ist Dazu denn deine kommt. Meinung dazu, wenn du das jetzt mal rein nur aus dem Sachverhalt rausliest oder Ja, aus der ich muss Pressemeldung? ehrlich zugeben, ich will mich da mit meiner Meinung zurückhalten, weil 3 Meter hoch mit Stahl und Beton könnte, also je nachdem, wie sie es, wenn sie es nur hinstellen, ist es halt wieder so, aber wenn sie das vernünftig machen, wovon wir ja erstmal ausgehen, so im Gutglauben, dann könnte das vielleicht was bringen. Ob man damit den kompletten Townscene vollpflastern sollte, mit Berlin-Schriftzug nach Berlin-Schriftzug, weiß ich dann ehrlich gesagt wieder nicht so sehr. Aber von daher Von möchte ich daher mich möchte ich. mit meiner Meinung da noch zurückhalten und mal abwarten, was da passiert. Das ist allerdings, bevor du deine Meinung sagst, gar nicht der einzige Punkt, sondern da sollen außerdem noch die Mittelstreifen auf den Straßen Budapester und Townsienstraße noch erhöht werden, sodass ein Überfahren dieser Mittelstreifen schwer oder erschwert wird, um das mal so auszudrücken. Also die sollen bis zu einer Höhe von, wo habe ich es stehen, circa 5 oder mindestens 50 cm erhöht werden, also einen halben Meter, sodass man über die Dinger nicht mehr drüber fahren kann. Hier steht allerdings, an den Seiten soll lediglich Platz für Feuerwehrüberfahrten gelassen werden. Ob das jetzt nicht wieder ein Schwachpunkt dieser Sicherheitsmaßnahmen ist, muss man sich dann, denke ich, in der realen Umsetzung mal angucken, weil ich denke, vorher werden wir da nicht viel zu sehen bekommen. Aber halt Lücke halt im Schutzkonzept, ne? Also überall, Gen wo genau. ich Also jemanden es macht ja. reinlassen muss.
Genau, es ist ja klar, dass für die Feuerwehr was gelassen werden muss. Keine Frage, brauchen wir uns nicht zu drüber zu diskutieren. Ob das dann im Nachgang nicht vielleicht doof ist, müssen wir uns dann halt angucken. Also bis die Baumaßnahmen umgesetzt werden, denke ich, geht sowieso noch ein bisschen Zeit ins Land. Ob man da zwischenzeitlich noch mal was hört, keine Ahnung. Hier steht, die Arbeiten sollen bis im ersten Quartal 2020 abgeschlossen sein. Mal gucken, ob wir da wirklich so schnell sind und vor allen Dingen dann, wie es dann auch aussieht, weil es ja dann mit Sicherheit, zumindest nach meinem Verständnis, so ein bisschen Festungscharakter bekommt. Aber das würde ich sagen, davon lassen wir uns überraschen, wenn es soweit ist. Du hast mich nach meiner Meinung dazu gefragt. Ich will gar nicht großartig dazu was sagen, weil ich glaube, die Ereignisse, nein, das, was wir letzte Woche, vor 2 Wochen, 1,5 Wochen, so, jetzt sind wir richtig, 1,5 Wochen diskutiert haben, daran hat sich ja nichts geändert. Thema ganzheitliches Konzept und wie sieht es mit Rest Berlin aus? Ich habe tatsächlich auch diese Woche nochmal versucht zu forschen. So wirklich habe ich auch nichts gefunden, auch nicht zu diesem Thema, was wir auch letzte Woche hatten, dass der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, noch mal was sich geäußert hat hinsichtlich der Thematik MI5. Aber um Gottes Willen, ich will das auch gar nicht ausschlachten, aber ich glaube, das Ereignis, was wir in Frankfurt erlebt haben, mit dem sehr, sehr tragischen Vorfall dort am Frankfurter Hauptbahnhof, zeigt einfach, dass wir hier mehr über dieses Thema Ganzheitlichkeit diskutieren müssen, weil das, was wir letzte Woche auch schon letztendlich gesagt haben, wir haben einen Modus operandi, der hier versucht wird, dem entgegenzuwirken. Eine Angriffstechnik, da wird jetzt ein Platz, ein Ort in Berlin gesichert. Aber die Vielfältigkeit, und auch wenn wir jetzt nicht sagen, das war jetzt ein terroristisches Attentat in oder noch nicht sagen können, wie auch immer, ich keine Ahnung, in welche Richtung sich das nachher ausgestaltet, aber es zeigt einfach, wie vielfältig und kreativ und kreativ hier tatsächlich auch negativ, wirklich negativ besetzt, gar nicht mit was Positivem erschaffen, Täter sind, die anderen Menschen Schaden zufügen wollen. Und von daher glaube ich, bleibt das Credo und die Forderung dahingehend zu sagen, wir brauchen ein wirklich ganzheitliches Sicherheitskonzept und nicht bitte nur punktuelle Maßnahmen, weil wir in Teilen, und du hast es gerade eben selber gesagt, erstes Quartal 2020, ich will jetzt keinen BER-Witz machen oder ähnliches, aber Berlin ist ja berühmt für seine Ausschreibung und für seine Bauprojekte. Und letztendlich ist es ja nichts anderes als ein Bauprojekt. Wir haben dann in 2020 oder jetzt 2019 und 2020 festgestellt, eine Lösung gefunden für einen Modus operandi an einem Ort. Ich glaube, das ist einfach viel, viel, viel zu wenig und da muss es viel mehr Impulse geben. Ich habe lustigerweise genau auf diesen BER-Witz verzichtet, weil ich mir dachte, das passt vielleicht so schlecht. Von BER daher passt schön. immer. Von daher, ja, der hat, habe ich heute gelesen, sein zweites Richtfest gefeiert. Also toi toi toi, dass wir das vielleicht in diesem Jahrhundert noch an den Start kriegen. Aber ist jetzt kein Sicherheitsthema, von daher bin ich dafür, dass wir uns da gar nicht mit dem BER aufhalten, weil ich glaube, da können wir so viel drüber reden, dass wir nie zum Ende kommen, sondern wenden wir uns doch lieber gleich dem nächsten Thema, das wir uns rausgesucht haben, zu. Und zwar war das Risikomanagement und Klimaschutz. Genau. Ich habe die Woche, nein, anders, wir fangen mal anders an dieser Stelle. Bevor jetzt die 1200, 1300, die wir dieses Mal erreichen wollen mit unserem Podcast, jetzt sofort abschalten und die Augen verdrehen, auch hinsichtlich der Thematik, jetzt reden die auch über Klimaschutz und diesen Mist. Nee, ich glaube, es gibt ganz, ganz interessante Themen, die dort auch was mit dem Sicherheitsmanagement zu tun haben. Und vielleicht erinnerst du dich auch mal zurück, ob wir haben ja beide zusammen an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in unterschiedlichen Jahrgängen, aber das sei mal gleich, bei denselben Professoren studiert. Und da gab es ja auch ein Modul, das nannte sich Risikomanagement. Wir Korrekt. haben damals bei diesem entsprechenden Professor, dessen Namen ich nicht nennen möchte, aber eine ziemlich große Größe, auch zumindest als Dienstleister in Berlin angeht, eine Klausur geschrieben im Bereich Risikomanagement und Sicherheitskonzeption. Das waren 2 Module und da gab es eine gemeinsame Abschlussklausur, also zumindest bei uns. Ich weiß gar nicht, wie es bei dir war, ob es so ähnlich war.
Und? Ich muss gerade tatsächlich überlegen, welchen Dozenten du meinen könntest. Also ich will die Namen jetzt nicht hören, aber ich überlege gerade, welcher Dozent eine große Größe im Sicherheitsgewerbe ist und einen eigenen Sicherheitsdienst hatte, Nicht der einen so. eigenen Sicherheitsdienst, da hast du mich falsch verstanden. Der aber zumindest mit einem der größeren hier in Berlin zusammen kooperiert hat. Okay, Professor Doktor. ja, du musst den Namen jetzt nicht sagen. Das ist ja viel witziger, wenn es keiner weiß. Oder alles wissen, aber keiner den Namen ausspricht. Dann weiß ich sogar, welchen du meinst. Ich war nur gerade ein bisschen verwirrt, weil es gab nämlich einen Dozenten, den ich für eigentlich ganz gut hielt. Oder was heißt gut hielt? Ich fand, das war einer der besseren Dozenten an der HWR und der hatte einen Dienstleister, also der war Geschäftsführer eines Dienstleisters. Und deine bisherigen Worte passten mit meinem Bild von diesem Mann nicht überein, deswegen musste ich gerade so sehr überlegen, wen du meintest. Aber dann, glaube ich, haben sich unsere Gedanken wiedergefunden und ich weiß jetzt, wen du meinst. Ja, also soll kein negativer Eindruck, völlig wertfrei an dieser Stelle. Aber zu dem ursprünglichen Thema, wo wir hin wollten. Wir haben eine Klausur geschrieben im Bereich Risikomanagement und Sicherheitskonzeption, wo es um das Thema Naturkatastrophen ging. Und wir haben Oha. über ja, unglaublich spannend, wir haben über Hochwasser, über ein brandaktuelles Thema 2011, 2012 geschrieben, nämlich um das Jahrhunderthochwasser, was wir in Deutschland hatten. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es zurücklag. Ich google mal nebenbei. Ach, du meinst das in Sachsen, ne? Ja, genau, wo Altkanzler Schröder auch sich tatsächlich es geschafft hat, auch wieder seine Wiederwahl damit zu sichern, weil er in 2002, glaube ich Gerade jedenfalls. sagen, das müsste aber schon eine ganze Weile her sein. Ja, aber also jedenfalls brandaktuelles Thema 2011. Und wir haben darüber geschrieben und ich sag dir ganz ehrlich, wir saßen alle damals da und haben uns gefragt, ja, warum tun wir das? Und ich würde diese Frage immer noch beantworten wollen hinsichtlich des Hochwassers, aber Thema Naturkatastrophen, Klimawandel, Klimaschutz, glaube ich, hat auch einen unglaublichen Einfluss auf die Sicherheitsarchitektur inzwischen. Und ich will gar nicht so weit ausholen, zu sagen, dass wir irgendwie ins weltpolitische Geschehen gucken müssen hinsichtlich Hungersnöte und anderen, sondern dass wir auch viele Probleme bekommen, die einfach auch vor unserer Haustür passieren. Und die Washington Post hatte letzte Woche einen wirklich sehr interessanten Artikel, kurz, knapp, aber sehr prägnant und inhaltlich total spannend. Und hat zwei Studien vorgestellt, die den Zusammenhang von höher oder ansteigenden Temperaturen und Kriminalität oder Gewaltkriminalität im Zusammenhang gebracht hat, wovon es das eine auch tatsächlich, ich sag mal, Alltagsgewaltkriminalität ging und das andere tatsächlich sogar noch einen Schritt weiter ging hinsichtlich Terrorismus. Und die erste Studie ist von National Bureau of Economic Research. Also gerne gut zuhören, aber wir verlinken natürlich auch wieder entsprechende Artikel, über die wir heute sprechen, in den Kommentarzeilen, entweder auf Facebook und auf YouTube und auch überall dort, wo wir sonst unseren Podcast hochlegen. Aber ihr könnt das alles. Witzigerweise, um dich da Ja? kurz zu unterbrechen, ich wollte deinem Link folgen, komme da aber nicht rauf bei der Washington Post. Also da müsstest du Okay. nochmal nachgucken, ob du nicht schon wieder irgendwo Abonnent bist, wo ich es nicht bin und du das deswegen lesen kannst und ich nicht. Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das nachher tatsächlich nochmal an, ob das irgendwie irgendeine Problematik darstellt. Aber ich versuche dann tatsächlich, wir testen das vorher aus. Genau, die erste Studie hat sich tatsächlich mit der Gewaltkriminalität oder Gewaltverbrechen in Los Angeles beschäftigt und hat die Zahlen dazu im Zeitraum zwischen 2010 und 2017 ausgewertet und hat tatsächlich herausgefunden, dass die Anzahl, und zwar über diesen langen Zeitraum von 7, nee, letztendlich 8 Jahren da tatsächlich, tatsächlich eine Zunahme, tendenzielle und auch nachweisbare und statistisch signifikante Zunahme an Gewaltkriminalität häufiger in den heißen Sommermonaten stattfindet. Sie
liefert auch letztendlich tatsächlich auch Argumente dafür, die ich gar nicht mal so für so unrealistisch halte, beziehungsweise auch erklärend, zumindest als Erklärung halte. Zum Beispiel wird da drin geschrieben, dass viele Schüler, die tatsächlich eine gewisse, ich sag mal, Neigung und zu gewaltbereiten Handlungen neigen, tatsächlich im Sommer sich außerhalb der Schulen befinden, weil Schule geschlossen, Sommerferien auch in den USA, und tatsächlich dieser Kontrollmechanismus oder dieses gesicherte und geschützte Umfeld verlassen und praktisch somit anfälliger werden wieder für Kriminalitätsstraftaten, die in irgendeiner Form stattfinden, und natürlich sie einfach mehr Freizeit haben, dass das Alltagsgeschehen findet in draußen statt, also überall dort, wo tatsächlich auch soziale Interaktionen möglich sind. Und das fand ich schon ganz interessant. Das ist tatsächlich auch mit Statistiken, die jetzt nicht in dieser Form ausgewertet wurden, aber tatsächlich auch erhoben werden im Zusammenhang mit Chicago vergleichbar. Ich finde das schon interessant. Meinst du, wir können das auch in einer Form auf Deutschland umlegen? Ich denke ja, weil gerade was diese Sache angeht mit Sommerferien, und die bewegen sich ja dann draußen, und dann steigt potenziell Kriminalität oder die Gewaltbereitschaft. Da gibt es meines Erachtens nach, und man verzeiht mir an dieser Stelle meine wissenschaftliche Ungenauigkeit, aber da gab es oder gibt es eine Studie zu, dass an heißen Tagen die Aggressivität von Menschen einfach höher ist. Und zwar wird das begründet mit dem Hintergrund, dass der Körper ja deutlich aufgeheizter ist, dass die einfach, dass aufgrund des heißeren, der heißeren Temperaturen oder des heißeren Wetters, der Körper in einer gewissen Stresssituation ist, weil er das natürlich in der Regel so nicht gewohnt ist, das zu einer Stressreaktion führt, und aus dieser Stressreaktion heraus quasi der Geduldsfaden um einiges kürzer ist. Und wenn du das so erzählst, finde ich, deckt sich zumindest dieser Teil der Studie ja durchaus mit der Studie, die ich dazu kenne. Wie gesagt, ich habe jetzt den Link zu der Studie nicht parat, weil ich der Meinung bin, die ist auch schon ein paar Tage älter. Aber also nach meinem Verständnis deckt sich das ja eigentlich ganz gut. Von daher, und ich persönlich bin der Meinung, erlebe das auch jedes Mal, wenn ich an heißen Tagen Auto fahre. Wenn du selber Auto fährst. Also muss ich ehrlich zugeben, ich bin auch nur ein Mensch, und ich habe das jetzt die Tage, als es hier in Berlin wieder wunderbare 30 Grad plus waren, und ich muss dazu sagen, ich bin meine eigene Sonne, also mir ist sowieso schon immer warm, habe das auch bei mir selber festgestellt, dass ich mich über Kleinigkeiten, wenn ich im Auto unterwegs war, weil es nicht anders ging, mich über Kleinigkeiten an anderen Leuten aufgeregt habe. Sei es jetzt, weil er irgendwie nicht schnell genug abbiegen konnte, weil er auf der Spur rumgeeiert ist oder was auch immer. Also denke ich, ist das nicht mal so weit hergeholt, weil ich es halt bei mir selbst festgestellt habe und auch der Meinung bin, dass Gehupe ist, wenn wir nicht gerade auf Weihnachten zu steuern, in den Sommermonaten definitiv mehr als sonst in den verschiedenen Monaten oder Jahreszeiten. Ich habe tatsächlich, während du mal parallel von deinen persönlichen Erfahrungen gesprochen hast, tatsächlich einen ganz aktuellen Bericht vom Bayerischen Rundfunk, die sich auch auf eine amerikanische Studie, nicht die zwei, die ich jetzt angesprochen habe, sondern noch eine andere, die tatsächlich dort sehr eindeutige Ergebnisse sehen, ist auch ein deutscher Konfliktforscher befragt worden, und der sagt, Andreas Zick, Leiter des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, der braucht zwei Visitenkarten, um diesen ganzen Namen da drauf zu schreiben, in Bielefeld, na gut, Bielefeld, gibt es Bielefeld überhaupt? Hitze sei zwar durchaus ein Verstärker in bestimmten Stimmungslagen, doch für sich genommen sei dieser Effekt gering. Nichtsdestotrotz, im Sommer trinken mehr Leute Alkohol, schlafen aufgrund der Hitze weniger, und im Freibad drängen sich Sonnenanbeter und Wasserratten, sodass es schnell zu Gewaltausbrüchen kommen kann. Ja. Ich finde, dass, also alle Argumente, finde ich, passen irgendwie dazu, oder?
Also, ja, definitiv ist Hitze ein Verstärker, ob es der Aus oder der einzige Grund, um einen Konflikt zu beginnen, wird es nicht sein. Es wird nicht die einzige Ursache sein. Ein Mensch, der sonst keiner Fliege was zuleide tun kann, wird bei 30 Grad nicht anfangen, Menschen abzuschlachten. Da gehe ich einher. Aber ich denke, dass die tendenzielle Konfliktbereitschaft oder Gewalt, naja, Gewaltbereitschaft nicht unbedingt, aber zumindest die Konfliktbereitschaft und daraus resultierend auch die Gewaltbereitschaft in heißen Monaten definitiv wesentlich höher sein wird als in kälteren Monaten. Und jetzt nur zu sagen, dass die Hitze ein Verstärker ist, Ist also ja auch da. immer die Frage, glaube ich, wie du das auch definierst, ne? Ja, Also genau, das auf war jeden Henne Fall. oder Ei, das ist doch also aus meiner Sicht die klassische Henne oder Ei-Diskussion. Ja Jemand, gut, der es. gewaltbereit ist und der in dessen Natur Gewaltbereitschaft auch veranlagt ist oder beziehungsweise aus was auch immer für sozialen Gegebenheiten dort eine gewisse Gewaltbereitschaft auch letztendlich auch vielleicht provoziert, weil er es gerne haben will. Dem ist das völlig wurscht, ob das Sommer oder Winter ist, der haut dir immer auf die Fresse. Aber ich Ja, glaube der braucht halt schon, keinen Grund dafür, ne? der Also. braucht halt keinen Grund dafür, aber ich glaube schon, dass dieses ganze Thema auch Festival draußen im Biergarten sitzen, abends das kühle Bierchen, aber dafür wenig Wasser trinken, Stressfaktoren, ich glaube, das spielt alles schon eine Rolle und das muss aus meiner Sicht muss das einfach auch berücksichtigt werden. Definitiv, also. Wir wollen uns ja immer nicht eingestehen, dass so zivilisiert wir angeblich auch sind, viele unserer Verhaltensweisen oder unserer Verhaltensweisen, die man beobachten kann, immer noch einen unglaublichen urinstinktischen Hintergrund haben. Urinstinktisch, das sollte ich mir schützen lassen. Auf jeden Fall, also wir wollen uns ja nicht eingestehen, dass wir gar nicht so zivilisiert in Anführungszeichen sind und unsere ureigensten Instinkte abschalten können, wie einige sich das vielleicht einreden möchten. Und ich finde, genau aus diesem Hintergrund heraus passt das eigentlich auch ganz gut zusammen, dass Hitze einfach dazu führt, dass Menschen, ich sag mal, aggressiver oder ungeduldiger werden. Insofern denke ich, passt das durchaus zusammen. Die Frage, um das mal ins Sicherheitsmanagement zu beziehen, ist, der Grö oder die höchste Wahrscheinlichkeit, dass wir damit in Berührung kommen, ist ja in der Regel immer im Wachdienst. Und wie wir da, also was man da tun kann, dass A, der Mitarbeiter nicht größer konfliktbereit ist und vor allen Dingen, wenn der auf solche Konfliktbereitschaft trifft, was man machen kann, um die Situation schnell und für alle Seiten passend zu deeskalieren. Weil da sehe ich nämlich die Schwierigkeit. Absolut, absolut. Wir hatten uns jetzt gar nicht auf der Liste und ich glaube, das ist auch viel, viel zu groß und auch in dieser Thematik zu diskutieren darüber, die Situation, die wir ja auch in den Freibädern in diesem Jahr haben, oder zumindest die Berichterstattung, die wir darüber haben. Die Frage ist halt nur, wie immer, sind wir jetzt sensibler geworden oder ist das jetzt das Sommerloch in Anführungsstrichen und hatten wir das nicht schon immer gehabt dafür? Aber das ist tatsächlich auch eine Thematik zu sagen, wie gehe ich damit um? Und ich glaube, da brauche ich einfach auch, so blöd wie das klingt, kühle Köpfe, die in so einer Situation eben nicht auf diese Verstärker hineinfallen, die entspannt sind, die eine gute Arbeitsumgebung haben, mit sich selber im Reinen sind, um eben nicht auf jede Aggression einzugehen und sich provozieren zu lassen. Und ich glaube, das ist auch schwierig, dort in dieser Situation darüber zu stehen, vor allem wenn ich dann denke, dass du ja auch heutzutage immer besser ausgerüstet bist, auch als Sicherheitskraft, dass du eine Weste trägst, gegebenenfalls eine Schnittschutz- oder Stichschutzweste hast, Handschuhe tragen musst, Einsatzstiefel und ähnlichem. Und dann auch noch tatsächlich derjenige zu sein, der bei der größten Hitze den kühlen Kopf bewahren muss und eben nicht in diese Situation zu kommen, sich provozieren zu lassen, beziehungsweise auch tatsächlich ja, letztendlich die Situation wieder zu deeskalieren. Das wird aus meiner Sicht und aus der Erfahrung, die ich bisher habe, auch ganz, ganz wenig in der konzeptionellen Aspekt auch berücksichtigt. Ja, lustigerweise, ich hatte
in Vorbereitung auf diesen Podcast überlegt, ob ich ein Thema mit einbringe, also so ein Diskussionsthema, hab's dann aber gelassen. Anhand unseres jetzigen Austausches bin ich aber der Meinung, dass ich das für die nächste Folge definitiv mit aufnehme. Dann können wir mal über ein anderes Thema, das mir so jetzt die letzten Tage einfach durch den Kopf ging, diskutieren. Das lassen wir heute mal Cliffhanger. aus. Cliffhanger sind Genau, immer gut. Cliffhanger. Wir So, alle verraten wollen nicht, jetzt welches wissen, Thema es worum ist. es ging. Schaltet ein beim nächsten Mal. Ich sag nur so viel, ja, es ist total spannend. Also schaltet nächstes Mal schon wieder ein, obwohl wir noch gar nicht am Ende sind. Aber so viel schon mal quasi als Teaser für das nächste Mal. Aber gut, dass wir jetzt quasi auch schon auf dieses Thema gekommen sind. Ja, wie gesagt, also momentan stellt sich ja auch wieder die Frage, ob der Klimawandel, wie ihn alle prognostizieren, überhaupt dieser Klimawandel ist und ob man das jetzt schon daran sehen kann, dass Berlin plötzlich sommerliche Temperaturen hat, wie sonst nur Spanien in seinen besten Monaten. Da gehen ja die Experten inzwischen auch auf die Schiene oder auf den Pfad zu sagen, naja, also nur weil ihr jetzt mal ein oder zwei gute Sommer habt, heißt das lange noch nicht, dass wir Klimawandel haben oder dass wir darin den Klimawandel ausmachen können zumindest. Von daher würde ich auch behaupten, was diese Studien angeht oder was diese Diskussion angeht, wird man das wahrscheinlich auch wieder über einen längeren Zeitraum einfach beobachten müssen, einfach um sicherzugehen, dass man da nicht irgendeine eine kurzweilige Erscheinung quasi gefunden zu haben, sodass man sich das wahrscheinlich über Jahre angucken muss, oder zumindest so, ich sag mal, 2, 3 Jahre, um zu gucken, ob das wiederkehrend ist oder ob das wirklich jetzt ein Phänomen für eine Saison war. Ich glaube, dann ist so eine Studie oder sind zwei so eine Studien in meinen Augen noch mal ein bisschen verlässlicher, was die Aussagekraft angeht. Also noch mal auf die Studie zurückzukommen. Also tatsächlich in diesem Betrachtungszeitraum heißt das, es wären sogar die Grad, also Temperaturgradeinheiten Ah, okay. Krass. angenannt. Also es heißt hier, wenn ich jetzt komisch Deutsch spreche, dann versuche ich simultan zu übersetzen. Das ist nämlich ein englischer Artikel. In einem Durchschnitt stieg die Kriminalität im Allgemeinen, also über alle Deliktfelder, die betrachtet wurden, um 2,2% an Gewaltkriminalität, wobei natürlich hier auch sicherlich die Frage berechtigt ist, was wird unter Gewaltkriminalität überhaupt grundsätzlich betrachtet? Ist es dann, ich sag mal, die einfache Körperverletzung oder die Form der Körperverletzung oder ist da auch ein räuberischer Diebstahl oder ein Raub, wo Gewaltkriminalität oder Gewalt ja auch mit letztendlich im Spiel ist. Aber sei mal dahin, also die Gewaltkriminalität stieg bei 5,7%. Wenn das Maximum der täglichen Temperaturen über 29,4 Grad Celsius lag. Okay, also es wäre für uns letzte Woche quasi durchgehend gewesen. Genau. Das schreibe ich mir mal als Aber Hausaufgabe auf. 5, was hast du gesagt? 5,4 5,7 Prozent. Prozent. 5,7% Gewalttätiger oder ge mehr Gewalttaten. Mehr Gewaltstraftaten, genau. Okay, Wenn die Maximaltemperatur oder die tägliche Maximaltemperatur 29,4 Grad überstritten hat. ich fände es jetzt interessant, also die polizeiliche Kriminalstatistik Berlin wird das nicht hergeben. Fände ich aber echt mal interessant, wenn sie in ihrer Kriminalstatistik oder wenn sie, ich sag mal, Wochen, Monats, tageweise, wie auch immer, das ist aber wahrscheinlich eine tiefergehende Analyse der Zahlen, wenn man da mal dran nachschauen könnte, ob das jetzt mal nur für den Berliner Raum, ob das da auch zutrifft. Also dass wir eine deutliche oder eine steigende Tendenz an wärmeren Tagen haben, mit dem Unterschied quasi, weiß ich nicht, 25 bis 30, 30 bis, hast du nicht gesehen, von mir aus schon 40 Grad, um das komplett zu machen. Da hätte mich jetzt mal interessiert, ob das quasi in der polizeilichen Kriminalstatistik nachvollziehbar ist, dass diese Studie vielleicht nicht unbedingt mit den 5,7%, aber auf jeden Fall eine ähnliche Tendenz zeigt, wie die Studie sie ja voraussagt. Ich schreibe es mir als Hausaufgabe auf. Darüber reden wir nächste Woche. Cliffhanger Nummer 2. Wir sind verdammt gut und das schon bei der zweiten Folge. Ich glaube nicht, dass du bei der Polizei dazu eine Aussage bekommst. Nee, aber vielleicht gibt es ja irgendwo, und wenn ihr da draußen unsere Zuhörer Tipp habt,
ob es irgendwo eine Statistik, ich habe keine Ahnung, ich müsste auch erstmal recherchieren, ob es nicht eine Statistik zumindest auf Monatsbasis irgendwie gibt, dass du sagen kannst, dass du die so Temperaturdurchschnitte, die findest du ja bei diversen Wetterplattformen oder ähnlichem, wenn du dir das anguckst, dass du zumindest vielleicht mal sagen kannst, du guckst dir letztes Jahr und das Jahr davor vielleicht an und hast zumindest einen Indiz, ob es tatsächlich auch so umsetzbar ist oder nicht. Also das wäre jetzt so mein Ansatz zu sagen. Natürlich nicht auf tagesgenauer Basis, aber zumindest mal zu gucken, ob es zumindest einen Unterschied zwischen Winter und Sommer gibt. Ja gut, da, also ich würde jetzt einfach mal sagen, dass so eine Unterscheidung wahrscheinlich nicht gemacht wird. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn du das LKA, die ja, glaube ich, die Kriminalstatistik erstellen, wenn du die anfragst, ob sie dir Zahlen nennen können, so für die, ich sag mal, für den letzten Monat, wo es relativ heiß war, weil, und dann halt auch Zahlen für die entsprechenden Monate aus den vergangenen Jahren, da würdest du ja so eine Tendenz schon erkennen, aber ich glaube, dass die Zahlen, die Polizei Berlin aufnimmt, glaube ich, nicht so detailliert sind. Also wahrscheinlich könnten sie diesen Report machen, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass wenn du sie anfragst, sie den machen. Aber eigentlich, ich überlege gerade wirklich, ob ich der Polizei eine E-Mail schreibe mit, für meinen Podcast brauche ich folgende Zahlen, könnt ihr mir die liefern? Und bitte macht nebenbei Werbung auf eurer Homepage für unseren Podcast. Vielleicht auch Ja, bei Twitter. und wenn Polizisten zuhören, wir haben ja eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns gerne die Zahlen hinschreiben, falls sich einer von euch denkt, oh klar, die Zahlen haben wir, die schicke ich dir direkt zu. Würde ich mich sehr darüber freuen. Packst du die E-Mail-Adresse unten in die Beschreibung, Packe oder? ich rein, ja. Okay, ansonsten sage ich sie auch gerne nochmal an, das ist sicherheitsphilosophen@gmail.com. Sicherheitsphilosophen geschrieben wie gesprochen. Mega professionell. Wobei Philosophen geschrieben wie gesprochen, also mit PH, so wie man es im Deu nach deutschen Duden schreibt. Nicht, dass jetzt irgendjemand auf die Idee kommt, das mit F oder FF oder dreifach F wie bei Pfeiffer zu schreiben. So viel Das vielleicht müssen wir kurz als dazu. Berliner sagen, weil wir in der PISA-Studie immer Du im wirst unteren lachen. Drittel kannst du nicht mehr sagen. Wir waren immer so ganz, ganz weit die Schlusslaterne. Wieder Anekdote aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich hab in meiner Schulzeit tatsächlich an einer PISA-Studie teilgenommen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie wir damals abgeschnitten haben. Die ist vornherein gleich verbrannt worden. Müsste PISA 2006 gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Aber ich kann mich nicht mehr 100% dran erinnern. Und andere Anekdote. Ja, wir müssen das tatsächlich ansagen. Also, nein, bei unseren tollen Zuschauern. Glaube, oder Zuschauer? Zuschauern, ja, Zuschauern bei einem Podcast, super. Ich merke, ich bin eigentlich fürs Fernsehen gemacht. Bei unseren Zuhörern glaube ich es zwar nicht, aber ich habe witzigerweise, als ich jetzt die Woche oder letzte Woche auf den Bus gewartet habe, zwei jüngere Damen neben mir stehen gehabt, die sich, wie sie es heutzutage so machen, lauthals unterhalten haben. Wir standen an der Bushaltestelle, ich möchte das nochmal Du kurz klingst so bemerken. alt, dabei bist du auch unter 30. Ja, Früher war ich alles klinge so besser. alt, ne? Auf jeden Fall, die haben sich lautstark an der Bushaltestelle unterhalten. Und dann fragte irgendwann das eine Mädel ihre Freundin, ja, gehen wir mit Bus? Und da dachte ich mir dann so, eieiei, ist es weit gekommen, dass die Leute sich fragen, oder dass ich mir die Frage stellen muss, seit wann gehen wir denn mit dem Bus? Also. Das hast du nur völlig falsch verstanden. Bei dir ist so oft Stop and Go, da ist es mit dem Bus zu gehen viel, viel einfacher. Wahrscheinlich trifft das für Berlin in vielen Bereichen, zumindest in den Rush-Hour-Zeiten sogar zu, dass du neben dem Bus herlaufen kannst und dann immer noch schneller bist, als wenn du in den Bus einsteigst. So viel dazu. Es gab ja eine zwei, so dieser Bericht, diese Mail, kommen wir mal rüber, wir gehen wieder im professionellen Teil rüber. Dieser Artikel von der Washington Post hat ja auch noch über eine zweite Studie berichtet. Und die finde ich furchtbar interessant, weil der Betrachtungszeitraum auch noch deutlich länger ist. Und zwar gibt es eine aktuelle Studie im Journal Studies in Conflict and Terrorism, die praktisch alle terroristischen Angriffe und Attentate über den gesamten Globus, also weltweit zwischen 1970 und 2015 analysiert und ausgewertet haben. Und diese Studie hat herausgefunden, dass nicht nur die Anzahl an terroristischen Angriffen an heißen Tagen höher war oder
ja doch höher war letztendlich, beziehungsweise öfters geschah. Dass aber auch genauso die letztendlich die Opfer pro Angriff deutlich höher war. Und zwar natürlich auch wieder argumentiert mit dem Aspekt, dass natürlich oder beziehungsweise also nicht den Angriff argumentiert, da wird leider dazu nichts geschrieben, aber zumindest zu den Opferzahlen argumentiert, dass wir auch hier wie in der Situation letztendlich bei Gewaltangriffen tatsächlich mehr Personen haben, die in der Öffentlichkeit von Terroristen angegriffen werden können. Also dass die Anzahl von Personen pro Ort, vor allem wenn wir da über große Einrichtungen reden, beziehungsweise auch Veranstaltungen, Festivals, draußen Aktivitäten etc., natürlich auch wirklich auch attraktiver sind und wahrscheinlich deshalb, das ist die Ableitung daraus, auch die Angriffe häufiger sind. Und zwar, dass sie weltweit um 14% steigen an heißen Tagen und dass die durch Terrorismus getöteten oder Opfer im Allgemeinen, um 24% ansteigt. Also das ist tatsächlich auch ein Ergebnis, wo ich sage, wir reden und wir werden sicherlich auch in diesem Podcast bald wieder darüber reden. Weihnachtsmärkte und wir haben total Angst vor Terrorismus und wir müssen die Weihnachtsmärkte schützen und vor Angriffen retten. Dass wir tatsächlich, ja, sicherlich auch dort, siehe Breitscheidplatz, ein Angriffsszenario haben, aber eben letztendlich auch sagen müssen, wir dürfen das Sommerloch nicht vergessen. Und ich erinnere an Ansbach letztes, nee, vor 2 Jahren muss Ansbach gewesen sein, oder? Wo es bei der Einlasskontrolle zu dem Open Air Jazz Festival, Google lässt grüßen, 24. Juli 2016, vor 7 Tagen, 3 Jahre her. Genau, wo es darum ging, dass bei der Zugangskontrolle zu einem Festival in irgendeiner Art und Weise tatsächlich ja, der Täter, nachdem er entdeckt wurde, beziehungsweise nachdem er kontrolliert werden sollte, ja seine zur Umsetzung brachte, seinen Sprengstoff Rucksack, glaube ich, eine Rucksackbombe schreibt, Wikipedia zumindest. Aber Sommer sollten wir an dieser Stelle nicht vergessen. Das ist die Botschaft daraus, aus meiner Sicht zumindest. Ich muss ehrlich zugeben, dass mir gerade nicht einfällt, welchen Vorfall du meinst, was jetzt hier Ansbach angeht. Also Ansbach, da klingelt es auf jeden Fall bei mir im Kopf, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, welchen Vorfall du da meinst. Aber gut, sei es drum. Ja, warte, 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 denn vielleicht geht es den anderen auch so. Also, ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, was Wikipedia schreibt. Am letzten Tag des alljährlich in der mittelfränkischen Bezirkshauptstadt Ansbach veranstalteten 3-tägigen Musikfestivals Ansbach Open an einem Sonntag versuchte der Attentäter als Rucksackbomber auf dem Festivalplatz an der Residenz Ansbach, Entschuldigung, Residenz Ansbach zu gelangen. Die Eingangskontrollen waren als Reaktion auf den Anschlag in München 2016 verstärkt worden. Das müsste aber dann tatsächlich der Angriff, das müsste dieser Amoklauf gewesen Der sein. 18-jährige Schüler, der am 22. Juli im Olympia-Einkaufszentrum auf 9 Menschen geschossen hat, ja. Das ging auch groß durch die Presse. Da waren sie doch sogar so schnell, dass sie, sag schon, dass sie sogar Live-Schalten über Radio und Fernsehen gemacht hatten, dass man sich dem entsprechenden Areal nicht nähern soll und wenn man sich dort aufhält, man versuchen sollte wegzukommen bzw. sich zu verstecken. Da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Unglaublich gute Pressearbeit an dieser Stelle. Also Ja, jeder, auf der jeden sich Fall. mit Öffentlichkeitsarbeit mal beschäftigt, das ist das Paradebeispiel. Ich habe heute tatsächlich zufälligerweise eine Dokumentation gesehen über den Pressesprecher, der so, sucht mal den Namen parallel raus, der mit dem wunderbaren Gloria, der hat einen ganz tollen Namen und der hat das unglaublich gut gemacht. 1000
1000 Polizeibeamte im Einsatz und 4 Mitarbeiter in der Pressestelle, die alle Kanäle angefangen von Twitter über tatsächliche Printmedien, Radio, Fernsehen, Bevölkerung, Pressekonferenzen, alles bewerkstelligt hat und eine unglaublich gute Arbeit gemacht hat. Und das war Markus der Gloria Martins, genau. Ein bewundernswerter Mann, der in dieser Situation echt einen kühlen Kopf behalten hat. Aber nochmal zu Ansbach zurück. Genau, die Eingangskontrollen waren dann als Reaktion auf einen Anschlag in München verstärkt worden. An dem gewählten Zugang nahe dem Weinlokal Eugens Weinstube wurde er abgewiesen, weil er keine Eintrittskarte vorwies. An einer zweiten, hinter der Kartenkontrolle befindlichen Schleuse durchsuchten Ordnungskräfte die Tasche aller Besucher. Er wandte sich, die entgegen ihr sonstigen Festival betrat kurz die Weinstube. In den bewirteten Außenbereichen, in denen sich zum Zeitpunkt etwa 20 Gäste aufhielten, explodierte möglicherweise versehentlich um 22:12 sein selbstgebauter und von der Brisanz her eher schwacher Sprengsatz, wobei der Attentäter selbst schwer verletzt wurde. Geplant war eigentlich, dass er den Rucksack in einer Menschensammlung des Festivals abstellen und aus der Ferne zünden sollte. Genau. Tatsächlich, ich finde, das tut übrigens, weil wir jetzt gerade darüber sprechen, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Wir haben es irgendwie geschafft, und ich will gar nicht hier von Verdrängungseffekt oder Ähnlichem reden, sondern vielleicht auch einen rationalen Umgang gefunden mit so Themen, dass wir tatsächlich, auch wenn diese Ereignisse, die Einzelereignisse wirklich dramatisch und auch unglaublich brutal und menschenverachtend sind, aber ich glaube, wir haben tatsächlich einen Umgang damit gefunden, dass wir eben nicht wie, wenn du 9-11 sagst oder Züge in Madrid oder ähnliches, nicht sofort diese Verbindung mit Ort oder Datum und Ereignis mit Terrorismus hast, sondern dass du dich in Teilen damit auch wieder beschäftigen musst, zu sagen, okay, was ist denn da eigentlich passiert? Kann man so oder so auslegen, aber ich Da finde, das glaube ist ein ich rationaler aber, Umgang. na, ich weiß nicht, ob das ein rationaler Umgang ist oder einfach die Tatsache, dass, also jedes Menschenleben zählt, aber ich glaube, dass die Auswirkungen nach solchem Anschlag, wie wir sie jetzt hier gerade die zwei besprochen haben, bei weitem nicht so groß waren wie damals bei 9-11. Weil wenn du dir mal anguckst, also wieder Wikipedia steht der Attentäter erlag seinen Verletzungen, 15 weitere Menschen wurden verletzt, 4 davon schwer, keiner lebensgefährlich. Bedeutet für mich, dass du hattest keine Toten und damit fällt es schon wieder nicht mehr so sehr ins Gewicht. Man hört übrigens gerade dein Mikro, so, jetzt nicht mehr. Beim Anschlag in München hattest du, lass mich kurz nachlesen, 9 Tote. 5 Verletzte durch die Schüsse und durch die Paniken, die durch die verschiedenen na, wie heißt, durch die Gerüchte, die in die Welt gesetzt wurden, von wegen in ganz München würden Schießereien stattfinden, wurden nochmal mindestens 32 Personen verletzt. Klar, 9 Menschen sind auch eine Anzahl von Personen, die nicht tragbar ist, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, es ist von der Auswirkung her, dass du quasi 9 Leute im Vergleich zu World Trade Center, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, es waren über Hunderte, wenn nicht sogar in die Tausende gehend. Da hast du, glaube ich, eine wesentlich größere Wirkung, als wenn du in Anführungszeichen ein Dutzend Tote hast. Also das soll keine Verunglückung von den Opfern sein. Das soll auch nicht bedeuten, dass alles unter 12 quasi egal ist und wir das verkraften können. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nur ich glaube, je geringer die eigentlichen Opferzahlen sind, desto schneller vergisst du das einfach auch wieder. Und wenn da irgendwie zwei Gebäude einstürzen, ein drittes dann irgendwie mit in Leidenschaft gezogen wird und zeitgleich noch das Pentagon irgendwie von einem Flugzeug angeflogen wird und du dann bei über 1000 Leuten bist, die tot sind und noch weitere verletzt,
dann hat das, glaube ich, einfach eine ganz andere Wirkung, als wenn du in Anführungszeichen nur 9 tote Menschen hast. Ich muss mich mal ganz kurz an dieser Stelle entschuldigen, falls ihr irgendwelche komischen, bohrenden Hintergrundgeräusche hört. Meine Nachbarn kommen offensichtlich um 19:30 Uhr. Wir nehmen den heute schon auf dem Podcast. Auf die Idee, irgendwie die Wände in Schweizer Käse zu verwandeln. An dieser Stelle Entschuldigung und Raphael wird versuchen, das bestmöglichst zu überspielen. Auch wenn du Wie dazu lauter reden musst. ich. Ja, was heißt lauter? Wenn ich lauter rede, höre ich mich, glaube ich, bei dir selber und das ist dann auch nicht, also dem ist dann auch nicht geholfen. Warum auch immer du jetzt verraten musstest, dass wir das schon viel früher aufnehmen, als wir eigentlich normalerweise machen. Jetzt denken alle, dass Weil das wir von uns kreative Geister sind. ist. Ja, wahrscheinlich. Wir Ich wollte lassen nämlich uns noch nicht vom mal. Mainstream beeinflussen. Ich Wir wollte jetzt machen nämlich unsere eigenen Regeln. gerade mal nachschauen bei dem Anschlag World Trade Center. Da, 11. September. Wie viele Personen nach Wikipedia dabei ums Leben gekommen sind. Aber ich brauche wahrscheinlich noch eine Sekunde. Also sofern du gerade kein Bohrgeräusch hast, kannst du. Oh, da! Bei Flugzeugeinschlägen und Gebäudeeinstürzen starben insgesamt 2753 Menschen. 16 überlebten in einem Treppenhaus des WTC-1. Auch die Auswirkungen an dieser Stelle, muss man ja sagen, die waren ja auch dramatisch. Ne? Da ist eine ganze Nation in den Krieg gezogen. Hat Ja, ich glaube, es macht, das ist halt die Sache, was ich meinte. Ich glaube, es macht nochmal eine ganze Menge mehr aus, wenn da irgendwie, vielleicht nicht unbedingt ein Wahrzeichen, aber wenn da irgendwie zwei riesige Türme in der Metropole einstürzen, weil zwei Flieger da reinfliegen und dann irgendwie noch das Verteidigungsministerium quasi schlechthin, das du auf der Welt kennst, weil die eigentliche Ansicht ist ja, die Amerikaner sind das Krasseste, was es gibt auf der Welt. In dieser Art und Weise angegriffen werden und offensichtlich überhaupt gar keine Maßnahmen vorhanden sind, um sowas zu verhindern. Du darfst ja auch nicht vergessen an dieser Stelle, ich glaube, dass wir die Europäer auch nochmal eine andere Sichtweise darauf haben. Klar, definitiv, also Ja, wir keine kennen, Frage. wir wissen, was Krieg bedeutet, wir wissen, was Opfer bedeutet. Und für die Amerikaner war es an dieser Stelle wirklich so der erste, ich will jetzt Terrorismus nicht mit Krieg vergleichen, weil ich glaube, das sind nochmal unterschiedliche Facetten. Aber das war in dieser Art und Weise mit diesem drastischen Anschlag und mit dieser hohen Opferanzahl und mit den Auswirkungen, die dort waren, der tatsächlich erste große Angriff auf amerikanischen Boden. Und Pearl Harbor war auch schlimm gewesen, aber es war eben nicht das amerikanische Festland im klassischen Sinne gewesen. Und da auch ein gewisses Gefühl dafür zu haben, zu sagen, wir sind auf unserem Land unantastbar. Und dann festzustellen, nee, wir sind überhaupt nicht unantastbar. Und es reicht, wenn wenn da ein paar Vollidioten, um es mal so zu sagen, die irgendeine Ideologie hinterherrennen, Flugzeuge kapern und die in Gebäude steuern können, ohne dass sie frühzeitig erkannt und abgefangen und zerstört werden. Ich glaube, das ist eine komplett neue Dimension davon. Aber um nochmal zurückzukommen, vielleicht auf dieses Thema Klimawandel, dieses sensible Thema. Ich glaube auch, dass wir auch noch eine dritte Komponente haben. Also was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass sich gefühlt und in Teilen aber auch belegt offenbar, die Extreme sich verändert haben. Und weil wir gerade schon über Sommer gesprochen haben, auch wenn ich glaube ich, also ich persönlich nicht böse bin, wenn der ZDF-Fernsehgarten vergangene Woche ins Wasser gefallen ist, Im wahrsten Sinne des Wortes im wahrscheinlich. wahrsten Sinne des Wortes, und es wirkte in vielen Teilen überfordert und überrascht, und das kann doch nicht passieren. Ich aber auch, ich sag mal, viel Schlimmere, und hier tatsächlich, wo es darum geht, dass tatsächlich auch Menschen verletzt wurden. Ich letztes Jahr vor 3 Jahren inzwischen sehe, als der Einschlag im Rock am Ring war und 51 Personen verletzt wurden. Und auch dieses Jahr schon bei diversen Festivals, ich glaube auch beim Melt-Festival,
da tatsächlich Evakuierungskonzepte, auch letztes Jahr, glaube ich, bei Rock am Ring, Evakuierungskonzepte greifen mussten, weil man die Leute, mehrere tausend Leute vom Besucher, vom Zeltplatz runterbringen musste. Ich glaube, auch diese Extremen beim Wetter haben einfach eine unglaubliche Auswirkung auch auf die Sicherheitskonzeption. Und da müssen wir einfach, und wir schlagen wieder den Bogen letztendlich dorthin zum Breitscheidplatz oder zumindest das, was wir, glaube ich, auch mit dem Breitscheidplatz erreichen wollen, dorthin zu sagen, wir müssen mal ganzheitlich betrachten. Und warum wir das einleitend gesagt haben, ich habe mit dem Studium und mit der Klausur, ich habe mich damals sehr gewundert und ich weiß, mein ganzer Studiengang hat sich gewundert und hätte liebend gern vielleicht auch ein Objektschutzkonzept geschrieben, was genauso wichtig ist und wo man sich auch über bestimmte Aspekte Gedanken machen muss. Aber ich glaube, es ist nochmal was anderes, klassische Phänomene und etablierte Phänomene, die du in der Konzeption hast, die du in der Erbringung der Sicherheitsdienstleistung hast, wie Einbruch, Überfall, wo du eigentlich nichts mehr Neues erfinden kannst in diesem klassischen Sinne, sondern nach dem Standardmuster vorgehst und das versuchst nochmal bestmöglich auf das Unternehmen anzupassen, du heutzutage auch damit dir Gedanken darüber machen musst, auch im kleinen Bereich anfangen. Wie gehst du mit Unwetter? Wie gehst du mit Hochwasser um? Nämlich, das Schöne ist, du sicherst dein Gebäude mit einem Schließkonzept ab und hast eine Einbruchmeldeanlage aufgeschaltet und alles super gut, aber der Keller läuft voll Wasser und es kommt kein Schwein rein, weil jemand anders dafür verantwortlich ist, dieses Problem zu beheben, und nicht der Sicherheitsdienstleister damit involviert ist und da Organisationsketten fehlen und Ähnlichem. Ich glaube wirklich, das ist ein ganz neues Betätigungsfeld, auf das wir auch viele Jahre vernachlässigt haben. Unwetter ist ein wunderbares Stichwort, denn zu Zeitpunkt der Aufnahme gibt es eine Unwetter- und Gewitterwarnung für den Bereich Berlin. Dieses Gewitter fängt jetzt bei mir an, Bei mir auch. wie man es vielleicht im Hintergrund bei mir auch hin und wieder hört. Deswegen würde ich hier ganz kurz eine Unterbrechung machen, dass ich quasi meinen Hausstand gegen Gewitter, Hagel und Wasser schützen kann, bevor ich jetzt hier im Podcast sitzend in meinem Rücken mir die Wohnung absäuft. Und Hast du sonst. noch was zu dem Thema zu sagen? Sonst würde ich Ja, einfach mal. Ja, habe ich. okay. Ich kann aber auch. Wir müssen kurz unterbrechen, weil sonst hört man einfach zu viele Störgeräusche. Ich Ich mache möchte. Übergangsmusik. Das wird nicht funktionieren. Dim, dim, Und dim, ich will dim. keiner singen hören. Aber kurz vor dieser kurzen Unterbrechung, für euch ist das nur eine Sekunde, dann sind wir wieder gleich dabei. Aber stellt euch vor, für diese Unterbrechung, an dieser Stelle könnte eure Werbung stehen. Sofern ihr Werbung habt, könnt ihr die gerne mit einbringen. Dann lesen wir die vor, wenn wir dann in den Werbungsbereich kommen bei unseren Milliarden von Zuhörern, die wir generiert haben beim zweiten Podcast. Insofern eine Sekunde, dann sind wir wieder da und machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Also bis gleich. So, und da sind wir auch wieder. Zum Wir haben Thema. so unglaublich gute Schneidefähigkeiten. Wir haben ein ganzes Team, was hinter uns sitzt, dass ihr gar nicht merken werdet, dass wir weg waren. Wieso nur ein Team? Jeder hat sein persönliches Team und jemand, der ihn währenddessen mit Weintrauben füttert, während wir diesen Also, ich Podcast habe ein aufnehmen. Team, Florian hat ein Team und unsere Teams haben dann jeweils noch ein Team, das dem Team hilft. Also, wir sind voll mit Teams. Nochmal zu dem Thema, dass die Sicherheitsbranche sich auf diese Wetterextremen einstellen muss. Ja, sehe ich genauso. Ich habe die Klausur, von der du gesprochen hast, allerdings nicht geschrieben, weil sie das Modul, glaube ich, dann dahingehend geändert hatten, dass wir viel über Präsentation und Hausarbeiten gemacht haben, sodass ich eine Klausur in dem Fach, glaube ich, gar nicht mehr geschrieben habe. Was jetzt aber deine Erwähnung von Rock am Ring angeht, muss man in meinen Augen zumindest mal lobend erwähnen, dass das ein Sicherheitskonzept war, das super funktioniert hat. Da hat man sogar in den Nachrichten noch von geschwärmt, dass quasi eine Evakuierung in der Hinsicht noch nie so ruhig und ohne Probleme funktioniert hat wie bei dieser Veranstaltung. Also ob das jetzt nur den 10 Zuhörern oder den Zuschauern geschuldet war oder auch der Organisation, kann ich jetzt nicht beurteilen, weil dafür habe ich mich zu wenig mit dem Thema beschäftigt. Aber ich bin der Meinung, ohne eine vernünftige Vorbereitung durch die Organisatoren wäre das in der Form nicht möglich gewesen. Also da muss man oder will ich zumindest meinen imaginären Hut mal vorziehen und das auch mal herausstellen, dass was die da geleistet haben, dass das so ruhig ablief und keiner weiter zu Schaden kam. Eine
unglaublich hohe Leistung ist, die man erstmal abliefern muss. Jetzt haben die natürlich sehr viel Erfahrung, keine Frage, aber trotzdem, nur wenn man das schreibt und das 20 Jahre gut geht, heißt das lange noch nicht, dass das auch funktioniert, wenn es dann mal drauf ankommt. Zu der anderen Sache, ja, wir müssen uns auf die Wetterextreme auf jeden Fall einstellen. Gerade so eine Veranstaltung wie Rock am Ring oder auch andere Open-Air-Festivals haben immer das Problem, dass die Bühnen ja im Endeffekt aus nichts anderem als aus Metall bestehen, durch die Traversen und durch die verschiedenen Verstrebungen. Und gerade bei einem Gewitter auf weiter Flur, wo nichts steht, ist so ein Metallgerüst ein unglaublicher Magnet für Blitze. Dazu kommen dann halt noch diese Hamburger Gitter, sind es, glaube ich, die vielleicht bestimmte Bereiche absperren, vor der Bühne, hinter der Bühne, wie auch immer. Da hat man halt noch mehr Metall. Im besten Fall ist das alles miteinander verbunden, sodass wir uns nicht wundern brauchen, wenn da irgendwie ein Blitz irgendwo niedergeht und sich dann über diese Gitter noch weiter verbreitet. Also ich kenne mich physikalisch da nicht mit den hundertprozentigen Gegebenheiten aus, aber ich sage jetzt einfach mal, ist ja wahrscheinlich möglich. Und vor diesem Hintergrund, ja, wir müssen uns auf jeden Fall darauf einstellen. Auch was Waldbühne angeht, was Wohlheide in Berlin angeht und andere, oder auch hier Tempelhofer Feld, wo ja immer mehr stattfindet. Das wird auf jeden Fall ein Thema, das nicht zu unterschätzen ist. Jetzt gut, Waldbühne kann man vielleicht nochmal. Ja? Brandaktuell. Schreibt die Schreibt die Bild-Zeitung Bild-Zeitung gerade. gerade. Das Das Wacken Wacken Open Air Festival ist um 18 Uhr evakuiert worden. heute? Ja, die haben heute Nachmittag erst begonnen und um 18 Uhr, kurz vor 18 Uhr, zog langsam ein Unwetter auf. Am Himmel war noch nicht viel zu sehen, aber der Wetterbericht der Veranstalter war offenbar eindeutig. Ansage, das Gelände wird teilweise evakuiert. Auf Nebenbühnen, auf denen das Programm schon lief, wurde alles unterbrochen. Moderatoren, automatische Ansagen und Anzeigentafeln wiesen die Besucher auf die Räumung hin. Wegen einer Unwetterwarnung muss der Betrieb leider unterbrochen werden. Bitte begebt euch langsam in eure Autos und bietet anderen Metalheads einen Platz in euren Autos an. Ach, du Und dann ahnst innerhalb es von nicht. 10 Minuten nach dem Abbruch wurde der Himmel über Wacken-Gelände dann auch schon dunkler. Regen setzte ein. Aber alles in allem um 18:26 Uhr, also knapp 30 Minuten später, konnte das Festival fortgesetzt werden. Auch das ist übrigens, glaube ich, eine Thematik, die da eine gewisse Relevanz auch hat. Weil das ist ja, das eine ist ja, die Leute geordnet rauszubekommen. Das andere ist ja wieder, Tausende, Zehntausende Leute, die alle vielleicht auch genervt und angepisst sind und keinen Bock darauf haben, geordnet wieder aufs Gelände reinzukriegen und auch tatsächlich dort wieder die, ja, auch, ja, Organisation wieder auf die Beine zu stellen, weil es muss ja nicht nur die Besucher evakuiert werden und die Sicherheitskräfte bleiben auf dem Festivalgelände. Das sehe ich nicht mal. Also, ja, klar, das ist auch eine Mordsaufgabe, die zu stemmen ist. Was ich aber viel interessanter finde, weil ich habe dir gerade einen Link geschickt. Laut dieser Seite sind 75.000 Besucher auf dieser Veranstaltung, Wacken Open Air 2019. Wenn du ein Stück runterscrollst, siehst du mal ein Bild, das, glaube ich, den, ich sag mal, den. In Anführungszeichen den Campingplatz, auch wenn man ihn wahrscheinlich so gar nicht mehr bezeichnen kann, zeigt, wo sich diese 75.000 Ja, ich Besucher sehe es. aufhalten. Und was ich jetzt hier viel mehr oder viel interessanter und viel schwieriger empfinde, ist, informier die mal alle, dass die A, also klar, wenn die irgendwo weg sollen, kriegst du die relativ einfach informiert, weil die wahrscheinlich an der Bühne stehen. Aber wie erzählst du denen jetzt noch, wenn die in ihren Autos sitzen, ihr könnt jetzt wieder zurückkommen? Also, oder auch andere Informationen, die du dir vielleicht zur Verfügung stellen solltest, musst, kannst, darfst. Wie machst du denn das, wenn die auf der Fläche da verteilt irgendwo in einem Auto sitzen, vielleicht ihr Handy in der Hand haben, aber Radio vielleicht nicht an oder keine Ahnung? Ich glaube, da hast du genauso eine Mammut, stehst du vor genauso einer Mammutaufgabe, als wenn du die irgendwie vernünftig irgendwie evakuiert kriegen musst. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe auch keine Ahnung. An dieser Stelle auch die Aufforderung wieder. Wer so ein Festival geplant, organisiert, teilgenommen hat oder ähnlichem, aus Sicht eines Sicherheitsbeauftragten, einer Sicherheitskraft oder ähnlichen, schreibt uns gerne eure Erfahrungen damit, die Herausforderungen und Schwierigkeiten direkt aus dem praktischen Ansatz.
Nehmen wir sehr gerne auf und wenn dort Kommentare kommen, dann besprechen wir die selbstverständlich beim nächsten Podcast. Lustigerweise wird das Bild ist unterschrieben mit, was die bis zu 75.000 Festivalbesucher so treiben, sieht in diesem Jahr eine Drohne. Wenn man das Fe Fenster groß macht und drauf geht, sagt das auch Wacken Open Air, Drohne soll Campingplatz überwachen. Also eine Drohne, die diesen Campingplatz überwachen kann, ich glaube, die muss erst noch entwickelt werden. Aber gut, potenziell ein Thema für eins der nächsten, für einen der nächsten Podcasts, wenn wir dann neue Nachrichten zu Wacken bekommen haben. Aber ja, interessant. Also ich denke auch, dass das immer mehr in den Fokus rückt. Diese, mal davon ausgehend, dass wir diese, Wetterextreme jetzt öfter haben, wie wir damit umgehen und vor allen Dingen dann, so blöd es auch klingt und wahrscheinlich so blöd es auch ist, mal zu erproben, wie die bisher geschriebenen Sicherheitskonzepte, die in der Regel mit Sicherheit über Jahr zu Jahr ein gewisses Copy and Paste beinhalten, wie die sich gegen diese Szenarien, die da mit Sicherheit ausgearbeitet sind, stellen und auch abdecken können. Also das wird mich auf jeden Fall interessieren. Aber da werden wir wahrscheinlich erst noch gucken müssen, wie sich das weiterentwickelt. Genau. Hast du noch was zu dem Thema? Es ist bestimmt unglaublich viel, worüber man sprechen noch kann und was wir auch vergessen haben und ausgelassen haben. Weil es soll ja auch immer so ein bisschen unser Podcast so ein Denkanstoß sein, Haben wir dass uns wir auch überlegt. letztendlich mit allen in eine Diskussion kommen. Und wenn ihr wisst, wie wir uns hier vorbereiten und in welchen Gesprächsmodus wir dann tatsächlich kommen, ich würde fast behaupten, auch von dem, was wir jetzt gerade hier aufgenommen haben, haben wir 70% null vorbereitet, sondern es sind einfach Gedanken, Ideen, Kommentare, Erfahrungen, die wir versuchen dann auch mit einzubringen. Wie kannst du sowas behaupten? Ich bereite mich mindestens eine halbe Woche auf diesen Podcast vor, also wirklich. Jetzt, wenn ich hier unseren Milliarden Zuschauern, Zuhörern, einen nicht vorbereiteten Podcast, liefern würde, ich bitte dich, also. Ich habe nicht gesagt, dass wir es nicht vorbereiten, Es klang aber sondern gerade stark danach. nein, wir bereiten uns vor. Ich habe Nein. hier 3 Seiten Regieplan Wieso nur vorliegen, drei? Schriftgröße 6, Okay. der mir sagt, wir müssen jetzt zum nächsten Thema kommen. Wir müssen, müssen wir eigentlich nicht, aber, also. Mein Team sagt ja und der Regisseur, der hier Aufnahmeleiter macht, hat auch schon die Wilde 5 Minuten Gesten. Karte. Wilde Gesten, dass wir jetzt unbedingt weitergehen müssen, klar. Nee, dann lass uns gerne das nächste Thema ansteuern, weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir für das Thema, das jetzt kommt, ein sehr. 3 Stunden. Nehmt euch jetzt noch mal einen Kaffee da draußen, holt euch eine Geht schnell nochmal auf Wolldecke. Toilette, haltet nochmal kurz die Aufnahme an. Nein. Aber dass das Thema mit Sicherheit eins ist, das wir jetzt sehr lange diskutieren können. Und als ich das Thema heute gesehen habe, musste ich ehrlicherweise daran denken, ob das Vorher nicht. hast gerade gesagt, du hast dich 1,5 Wochen vorbereitet und sagst jetzt, Ja du hast das klar, Thema aber heute gesehen. ich habe ja heute nochmal gecheckt, ob du neue Informationen bereitgestellt hast oder neue Themen. Und da bin ich auf den Gedanken gekommen, so als Blitzidee, es ist vielleicht gar nicht verkehrt, das muss man aber besprechen und gucken, was die Zuschauer davon halten, vielleicht auch mit dem nächsten Feedback mal dazu was sagen. Wenn wir vielleicht mehrere Themen nur so kurz anhauen und uns dann ein Thema nehmen, das vielleicht besonders brisant wirkt oder das vielleicht als besonders brisant gehandelt wird, dass wir dann ausführlicher und länger behandeln, so wie das jetzt wahrscheinlich mit dem Thema hier sein wird. Also ich glaube nicht, dass wir in 5 Minuten damit durch sind. Von daher überlasse ich dir mal die Stage, um unser Publikum einzuführen, worum es jetzt in unserem langen Thema gehen wird. Lass es mich mal so sagen. Ich glaube, da gibt es einfach aufgrund auch, dass ich eine mega entspannte Woche in meinem Newsblog hatte und ich ganz freundliche und überhaupt gar keine böse Kommentare bekommen habe dazu, dass ich dieses Thema aufgegriffen habe. Und Sarkasmus? ja, Okay. Ironie off. Nein, also ich Wir halten jetzt bin. Schilder hoch für Ironie, Sarkasmus und Zynismus. Genau. Ich habe relativ schnell Vorwürfe zu diesem Thema bekommen, dass ich hier in die Vorverurteilung gehe und ich irgendjemanden angreife. Dabei habe ich eigentlich relativ sachlich, so wie ich das jetzt auch machen werde, versucht darzustellen, was passiert ist und das die ganze Woche über auch mit ergänzenden Informationen gespickt. Weil das tatsächlich ein Thema ist, glaube ich, was auch mit unterschiedlichsten Facetten unglaublich
kompliziert auf der einen Seite und auch unglaublich tragisch ist. Am 22. Juli veröffentlichte der Flüchtlingsrat Berlin e.V. eine Pressemitteilung, die den Anstoß dazu zur Medienberichterstattung und auch tatsächlich zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft, das ist unglaublich wichtig, auch das in diesem Verständnis mit reinzubekommen, wie diese gesamte Situation auch abgelaufen ist. In dieser Presseinformation berichtete der Flüchtlingsrat Berlin darüber, dass in der Nacht vom 22. auf den 23. Juni, also nicht Juli, sondern Juni, eine im 9. Monat schwangere Frau, Geflüchtete, in der Sammelunterkunft in der Rienstraße hier in Berlin, starke Schmerzen und starke Blutungen bekam und der Ehemann sich um 4 Uhr früh in seiner Hilflosigkeit an den diensthabenden Security-Mitarbeiter der Unterkunft wandte, um eine für seine hochschwangere Frau einen Rettungswagen zu rufen. Laut der Presseinformation, die sich in Teilen dann aber auch durch Kommentierung des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten und man muss auch sagen, vielleicht Verweigerung der Kommentierung des betroffenen Sicherheitsdienstleisters, hier auch möglicherweise auch etablierte, sagte der angesprochene und um Hilfe gefragte diensthabende Security-Mitarbeiter, dass er nicht die Feuerwehr rufen könnte, weil es Sonntagnacht sei. Und übrigens, ein Taxi könnte er auch nicht rufen, da das Krankenhaus nur hunderte Meter weit entfernt sei. Hat dann offensichtlich nach übereinstimmenden Medienberichten die Wegbeschreibung zum nahegelegenen Sana-Klinikum, ist ein paar hundert Meter weit entfernt, 300, 400 Meter, irgendwie sowas in diesem Bereich, und hat praktisch das Ehepaar hochschwanger zu Fuß und ein Stück mit dem öffentlichen Nahverkehr ins Krankenhaus geschickt, auf eigene Verantwortung. Ich möchte kurz... 3 Kilometer, Entschuldigung, das sind nicht ein paar Kilometer. Genau, ich wollte das wollte ich nämlich jetzt gerade einwerfen, dass, also hier in dem einen Artikel steht auch, das Klinikum sei nur einige hundert Meter weg, was vielleicht eine behauptete Aussage von jemandem sein kann, dass der Wachmann, oder Wach, nicht Wachmann, dass der Sicherheitsmitarbeiter diese Aussage getätigt hat, wissen wir nicht, aber in einigen wird behauptet oder wird geschrieben, dass das Klinikum nur einige hundert Meter entfernt gewesen sein soll. Es steht dann aber trotzdem drunter, dass das nicht nur einige hundert Meter waren, oder ja, kann man auch als solche definieren, aber 3 Kilometer sind trotzdem mehr als ein paar hundert Meter. Wobei, ein paar hundert Meter stimmt ja auch, weil 3000 Meter und ein paar und so. Aber es ist wohl nicht nur eine kurze Strecke gewesen von, ich sag mal, bis 500 Meter. Also bei 3 Kilometer... Ich habe es gerade bei Google Maps geprüft. Es sind tatsächlich, wenn du läufst, 2,9 bzw. 3,1 Kilometer. Genau, also worauf ich jetzt hinaus wollte, um dann mich jetzt nicht auf 3 Kilometer oder 2900 Meter oder was auch immer zu versteifen. Es ist auf jeden Fall eine Strecke, die bei der das Klinikum oder die Hilfe, die hilfesuchende Stelle nicht in Sichtweite ist. So, und genau. Eine Sichtweite würde ich, wenn es jetzt nicht gerade das World Trade Center ist, würde ich als einige hundert Meter definieren in diesem Zusammenhang. Und bei 3 Kilometern in einem städtischen oder in einem urbanen Gebiet würde ich das mal so einfach nicht definieren. Ja? Also sollte die Aussage der Wahrheit entsprechen, dass der Mitarbeiter diese Aussage getätigt hat, von wegen es seien nur einige hundert Meter, und dann ist es diese Entfernung, das Krankenhaus ist quasi nicht mehr sichtbar, man braucht eine Wegbeschreibung, was bei hundert Metern oder einigen hundert Metern eigentlich auch nicht der Fall ist, dann muss ich mir ehrlich die Frage stellen, was der Mann da zu suchen hat. Aber ich glaube, du warst mit der Einführung des Themas noch nicht fertig. Richtig, genau. Also die Eheleute sind dann tatsächlich dann zu Fuß und beziehungsweise mit dem ÖPV im Krankenhaus angekommen, wo dann die Frau einen toten Jungen mit Normalgewicht gebar, aber eben letztendlich tot gebar, und ein Gutachten beziehungsweise der Obduktionsbericht tatsächlich
Stellte als Todesursache akute Plazenta-Insuffizienz dar. Für jeden, der kein Medizinstudium und einen Doktortitel hat, Plazenta-Insuffizient bedeutet, dass letztendlich die Nährstoffe und der Sauerstoff für das ungeborene Kind im Mutterleib nicht mehr über die Plazenta, über den Mutterkuchen transportiert werden kann. Also dass akute Lebensgefahr, vor allem wenn das akut eintritt, eine akute Lebensgefahr für Mutter sowie auch Kind entsteht, weil sich dann die Plazenta ablöst, die Nabelschnurproblematik oder Probleme damit entstehen und die Sauerstoffversorgung für das Kind einfach extrem gefährdet ist. Man unterscheidet medizinisch, aber das macht an dieser Stelle keinen großen Unterschied wahrscheinlich zwischen einer chronischen, wo es darum geht, dass sich das den Zeitraum der Schwangerschaft schon entwickelt, und über eine akute Insuffizienz. Und hier lag offensichtlich eine akute Insuffizienz vor. Vielleicht Neben noch dieser, ja. kurz einwerfend. In dem einen Bericht, den ich hier stehen habe, steht drin, dass der Weg zum Krankenhaus an die 2 Stunden gedauert haben soll. Ob das der Wahrheit entspricht, wie gesagt, ich weiß es nicht, das steht in diesem Bericht. Davon ausgehend, dass die Frau aber unglaublich Schmerzen hatte, wohl auch blutete, man den Weg vielleicht auch nicht kannte, halte ich bei 3 Kilometern 2 Stunden noch für eine gute Zeit. Weil ich auch nicht glaube, dass der Mann imstande gewesen ist, seine Frau den ganzen Weg zu tragen. Und wenn ich hier davon rede, dass die Frau seit 2 oder 2 Stunden, ungefähr 2 Stunden unterwegs ist, um zum Krankenhaus zu kommen, um sich helfen zu lassen, finde ich dieses Thema noch brisanter als es überhaupt schon ist. Also, nur um das nochmal kurz einzuwerfen, um einfach die Faktengebung, oder nicht die Fakten, aber die Informationsgebung da komplett zu machen. Ja, genau. Diese Presseinformation wurde auf Twitter veröffentlicht und geteilt. Und tatsächlich als einziges Medium hat das die BZ, die Berliner Zeitung, am selben Abend nach der Veröffentlichung aufgegriffen und hat darüber berichtet. Und es dauerte tatsächlich auch, wenn ich mir das mal so ein bisschen anschaue, wenn die Pressemeldungen sind, tatsächlich 2 Tage, bis dieses Thema in den Medien und offensichtlich auch beim Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten angekommen ist und auch in der Bevölkerung angekommen ist. Ich finde, das ist sowieso erstmal auf der einen Seite schon mal ein ganz, ganz schwieriger Aspekt, beziehungsweise ein ganz, ganz schwieriges Thema, dass ein so ein dramatisches Ereignis, und wenn eine Mutter ein Kind tot gebärt, ist das erstmal per se ein sehr dramatisches Ereignis, und da reden wir noch gar nicht über Vorverurteilung, und man merkt es selber an uns, dass wir da auch relativ vorsichtig sind in der Formulierung, es könnte sein, eventuell, aber nichtsdestotrotz glaube ich, hat das ein bisschen mehr, auch wenn es nur darum geht, organisatorische Aspekte anzukreiden, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Aber das ist ein Statement an dieser Stelle, was vielleicht zu früh ist. Jedenfalls 2 Tage dauerte das. Am 24. Kamen dann tatsächlich die ersten Medienberichte hoch, die auch selber an der Sache selber an den Heimbetreiber erhebliche Kritik geäußert haben. Denn offensichtlich. Moment, du hast gerade gesagt, 24. 2 Tage her. In meinem Bericht steht hier, dass der Vorfall sich am 23. Juni zugetragen haben soll. Nee, 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 die Pressemeldung ist vom 22. Juli, und vom 22. auf den 23. Juni hat sich dieses Ereignis zugetragen. Also Ach so, und es dann dauerte schon mal 24. einen Juli. Monat, Okay. bis die Presseinformation vom Flüchtlingsrat Berlin veröffentlicht wurde. Und es dauerte 3 Wochen, und deshalb dieser lange Zeitraum, es dauerte 3 Wochen, in dem der Heimbetreiber dieser Sammelunterkunft tatsächlich diesen Vorfall an das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten gemeldet hatte. So berichtet zumindest Radio 1 vom RBB. Naja, solange seine Fristen eingehalten hat, ist alles gut, wa? Ja, ich finde, das ist Sarkasmus tatsächlich. auf. Also. Ja, ich finde, dass ich habe so an vielen Stellen hier mein Problem mit dieser Situation. Vom Sicherheitsdienst weiß man
Ein bisschen was, ich werde den Namen jetzt hier nicht nennen, ist aber auch in den Medien letztendlich nachzulesen, welcher Sicherheitsdienstleister das gewesen ist. Der Sicherheitsdienstleister ist auch tatsächlich von der BZ angesprochen worden zu einem Statement, hat dieses war nicht erreichbar, um es wertfrei mal an dieser Stelle tatsächlich so zu formulieren. Die AWO, also der Betreiber, der Heimbetreiber dieser Flüchtlingsunterkunft, gab als Statement nur ab, dass sie seit 1995, also tatsächlich mehrere Jahre, also über 20 Jahre mit diesem Sicherheitsdienstleister zusammenarbeiten und man als erste Konsequenz diese beiden Mitarbeiter, es gab offensichtlich einen Diensthabenden und zweiten Sicherheitsmitarbeiter, der unterstützend dort vor Ort war, beziehungsweise vom Konzept her möglicherweise dort auch tätig war, diese nicht mehr in der Unterkunft, in dieser Flüchtlingsunterkunft tätig sind. Beziehungsweise, ich hoffe, man versteht mich jetzt, weil man jetzt wieder hier anfängt zu bohren. Beziehungsweise, man weiß eben auch nicht, ob die möglicherweise in einer anderen Flüchtlingsunterkunft tätig wurden Hast oder du, weiterhin tätig sind. weil ich es hier gerade gelesen habe, irgendwas dazu mitbekommen oder irgendwas dazu gefunden? Hier steht nämlich, dass die beiden Sicherheitsmitarbeiter die Abläufe anders dargestellt hätten als der Flüchtlingsrat in seiner Pressemitteilung. Jetzt würde mich mal interessieren, was deren Gegendarstellung zu den Vorwürfen ist. Also, dass es eine Darstellung sein wird, von wegen, das ist ganz anders gelaufen, bestimmt nicht so, wie die gesagt haben. Und bei uns war die gar nicht schwanger, ist mir schon klar. Nur mich würde mal interessieren, was quasi die Aussage, dass sich der Sicherheitsdienstleister oder dass sich der Sicherheitsmitarbeiter ist, um einfach mal das gegeneinander abwägen zu können, weil zwei Seiten einer Medaille und so weiter. Da habe ich jetzt nur, ich habe jetzt nur die Aussage gefunden, dass sie das wohl anders dargestellt hätten, aber nicht wie jetzt genau, was ich auch schon wieder sehr interessant finde, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe einen Bericht gefunden, wo sich tatsächlich einer der beiden, glaube ich, dazu geäußert hat und es auf eine relativ knapp auf eine sprachliche Barriere reduziert hat, zu sagen, dass er offensichtlich das Bedürfnis des Ehemanns nicht richtig interpretieren konnte, beziehungsweise letztendlich nicht die Brisanz möglicherweise dieses Sachverhalts erkannt hat. Also bitte, wenn da eine blutende Frau vor einem steht, dann muss ich doch nicht erst noch den Mann verstehen, was er von mir will. Also schon gar nicht als Sicherheitsmitarbeiter, um da jetzt mal Partei für eine Seite zu ergreifen. Also wenn ich da irgendwen auf mich zuhumpeln oder wie auch immer sehe, vielleicht sogar noch gestützt, weil der Ehemann ja wohl mit an der Seite war, blutend sich den Bauch halten und mit Sicherheit auch krümmt, weil das wären mit Sicherheit ordentliche Schmerzen gewesen sein, auch wenn ich keine Frau bin und das nicht nachvollziehen kann. Aber also spiel So leid es mir tut, der gesunde Menschenverstand verlangt von mir, dass ich mir die Frage stelle, was ist damit los oder was ist mit der Person los? Und wenn ich kein Wort verstehe und sehe, wie sich da Leute krümmen und tut mir leid, aber Schmerzen sieht man in einem Menschen einfach im Gesicht an, dann ist es ja wohl mehr als selbstverständlich, dass ich dann den Rettungsdienst rufe, auch an einem Sonntagnacht, wo die mit Sicherheit trotzdem ausrücken, auch wenn der Mitarbeiter das wohl anders sieht. Also, Du, so leid es mir tut. ich kann dir an dieser Stelle nur zustimmen, weil einfach aus mehreren Gründen. Auf der einen Seite, wenn es um dieses Dokument, es muss ja da ein Dokument oder ähnliches gegeben haben, die Wegbeschreibung auszudrucken, das ist ja ein ziemlich handfester Beweis, der dort auftreten kann oder auftauchen könnte. Ja. Wo ich dir recht gebe, jemand, der vor Schmerzen sich krümmt, beziehungsweise dann zumindest zu erkennen, hey, da muss jemand ins Krankenhaus und dann dort diesen Ausdruck zu fertigen und zu sagen, ja, hier lauf mal 3 Kilometer zu Fuß und dann schau mal, was dort ist. Das ist das eine Argument, wofür ich mich auch ganz stark eingesetzt habe, zu sagen, ich kann da nicht eine mangelnde ein kommunikatives Missverständnis interpretieren. Und mein zweites Argument ist auf der anderen Seite auch, dass ich sage, ganz ehrlich mal, wir alle sind keine Ärzte oder alle, die keine Ärzte sind oder Notfallsanitäter oder Rettungsdienstmitarbeiter oder letztendlich dann in der höchsten Stufe promovierte Ärzte, können in irgendeiner Art und Weise einschätzen,
wie schlimm oder wie dramatisch dieses Ereignis ist oder wie schlimm diese Verletzung ist oder wie dringend jemand Hilfe braucht. Deshalb, wieso setzt sich jemand auf dieses dünne Brett, auf diese dünne Eisscholle, um in dieser Situation selber einzuschätzen? Da kommt jemand und bittet um Hilfe und braucht einen Rettungswagen. Und ich selber ohne medizinische Kenntnisse schätze ein und sage, nö, geh mal zu Fuß dorthin. Ganz ehrlich, das erinnert mich an eine Situation, als ich selber noch im operativen Dienst tätig war und wir so ein Wetter hatten, wie wir es heute hatten, wobei bei mir wird es langsam wieder blauer Himmel. Und ich in einem Hotel tätig war und plötzlich nachts es an der Tür klingelte und jemand auch um Hilfe bat, ganz junges Pärchen, weil der Mann eine Bierflasche in der Hand hatte und auf den Treppenstufen zum U-Bahn-Eingang ausgerutscht ist und so blöd hingefallen und sich abgestützt hat auf der Glasflasche, dass er eine Schnittwunde in der Hand hat. So, da kommt jemand und sagt, können Sie bitte für uns einen Rettungswagen organisieren und vielleicht haben Sie gerade mal ein Tuch, womit ich diese Wunde abdecken kann oder einen Erste-Hilfe-Kasten. Da fange ich doch nicht an, in dieser Situation darüber zu diskutieren. Naja, also komm, das ist eine Schnittwunde und dann mache ich dir ein Pflaster drauf oder sonst was, sondern da äußert jemand ein ganz, ganz klares Bedürfnis, was ich nicht einschätzen kann, weil ich nicht die Hand reingucken kann und sagen kann, ist da eine Sehne durchgeschnitten oder ist das jetzt nur eine Plazenta-Insuffizienz wie in diesem Fall oder simuliert der andere, diese Verantwortung trage ich nicht. Und auch die Argumentation, die vorgebracht wurde, auch in diversen Medienberichten, dass die Feuerwehr tatsächlich nur noch ausrückt in Berlin, wenn Sicherheitsdienst vor Ort ist, kann ich alles verstehen. Aber in dem Moment, wo ich die 112 einrufe und sage, hier ist jemand, der braucht Hilfe und derjenige, der dann in die neue Garantenstellung wechselt, nämlich der Leitstellendisponent in der Notrufleitstelle, wenn der nachher entscheidet und sagt, nee, ich schicke keinen Rettungswagen raus, dann bin ich safe, weil ich dokumentiere das. Ich habe meinen Rücken an die Wand gebracht und habe nicht die Entscheidung getroffen, nee, du brauchst keinen Rettungswagen, sondern ich hab die Kette durch und habe weiterhin das Problem, dass vor mir jemand steht und Hilfe benötigt, aber ich habe mich zumindest rechtlich und haftungsrechtlich abgesichert. Also von daher, vielleicht hast du eine Antwort dafür, aber überhaupt auf diese Idee zu kommen, zu sagen, ich bestelle gar keinen Rettungswagen, weil ich entscheide das an dieser Stelle. Ich sehe das aus einem ganz anderen Grund noch viel kritischer, und zwar nicht mit dem Hintergrund, dass der Mitarbeiter ja eine gewisse ärztliche oder medizinische Grundkenntnis haben sollte, dass er hätte irgendwas sehen müssen, sondern ich sehe das unter dem ganz einfachen Aspekt, und das ist auch eine Meinung oder eine Aussage, die die Feuerwehr, zumindest hier in Berlin, und ich denke, das wird überall anders auch so sein, eigentlich in jeder Dokumentation, jedem Bericht, den ich von denen gesehen habe, auch aussagt, und zwar, wenn sie sich nicht sicher sind, rufen sie die Feuerwehr. Also, wie oft sieht man heutzutage irgendwelche, ich sag mal, Berichterstattungen über die Arbeit der Feuerwehr und der Rettungsdienste, in denen der Rettungsdienst gerufen wird, weil jetzt mal das Klischeebeispiel, eine ältere Dame sich so alleine fühlt und einfach mal reden möchte oder vielleicht einfach mal wieder Kontakt zu jemandem haben möchte, ihr es aber in Anführungszeichen nicht so schlecht geht, dass das ein Notfall ist für den Rettungsdienst. Da sagen die Retter auch, ja klar, wir sind jetzt hier gebunden und das ist halt vielleicht doof für jemanden, der wirklich Notfallhilfe braucht, aber auch um die Leute muss sich gekümmert werden. Und da sind sie auch an einem Punkt, wo die Leute sich da nicht hinstellen oder die Rettungsdienste sich nicht hinstellen und sagen, naja, aber rufen Sie jetzt bloß nicht nochmal an, weil wir haben was Besseres zu tun. Und allein aus diesem Gedanken heraus kann ich leider nicht verstehen, wie ein Sicherheitsmitarbeiter, also welcher Grund auch immer da vorgelegen haben soll, weil ich kenne die Gegendarstellung der Sicherheitsmitarbeiter nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Entschuldigung oder ein Argument für gibt, warum er keinen Rettungsdienst gerufen hat. Also erschließt sich mir einfach nicht. Und ich habe selber operativ gearbeitet. Weil wenn meine Einstellung ist, im Zweifelsfall rufe ich lieber umsonst den Rettungswagen, bin aber sicher, dass es der Person auch gut geht, dann kann ich nichts falsch machen. Und wenn da eine Person vor mir steht oder zwei, die hektisch auf mich einreden, gestikulieren, ich verstehe sie aber nicht,
jetzt mal vielleicht gar nicht mal, dass die Person vielleicht gar keine Anzeichen dafür macht, dass es ihr schlecht geht oder dass sie Schmerzen hat oder was auch immer, aber da reden zwei Personen hektisch auf mich ein. Es gibt eine Sprachbarriere. Was mache ich denn? Also, das ist ja noch eine größere Situation, als wenn ich jetzt in Anführungszeichen nur einen Obdachlosen irgendwo finde und der sich nicht mehr regt, weil da kann ich von Suff ausgehen, beziehungsweise kann ich vielleicht das sehen, aber wenn ich hier eine Sprachbarriere habe und die sind hoch aufgelöst, weil sie sich vielleicht nicht verständigen können und auch in einer gewissen Art und Weise panisch, was durchaus nachvollziehbar ist, erschließt es sich mir in keinster Form, warum nicht der Rettungsdienst gerufen wird, auch wenn es dann im Nachgang vielleicht ein Fehlalarm war, weil denen geht es nicht schlecht, sondern denen ist das Wasser ausgegangen. Um das mal mit einem möglichen Szenario zu benennen, das vielleicht überhaupt gar nicht da in die Richtung geht. Aber gerade in solchen Einrichtungen und bei solchen Tätigkeiten kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, da nicht den Rettungsdienst zu rufen. Also wenn ich bei jeder Kleinigkeit die Polizei rufen kann, weil man der Meinung ist, dass irgendwelche Flüchtlinge oder irgendwelche Asylsuchenden da die Unterkunft zerlegen, was sich dann vielleicht nicht als richtig herausstellt, oder weil sie aggressiv sind, weil irgendwelche ethnischen oder moralischen Gründe aufeinandertreffen, die unter den Flüchtlingen nicht zusammenpassen, was dann aber irgendwo doch entspannt ausgeht, dann, wie gesagt, es erschließt sich mir in keinster Form, warum da nicht ein Rettungsdienst gerufen werden könnte. Und das ist in meinen Augen eine Grundtätigkeit eines jeden Sicherheitsmitarbeiters. Nicht umsonst sind wir in einer gewissen Garantenstellung, wenn wir solchen Job ausüben. Und mein Eindruck von einigen, auch in meiner eigenen operativen Zeit, ist, dass es einigen Leuten, die in diesem Bereich arbeiten und auch als Sicherheitsmitarbeiter betitelt werden können aufgrund der formalen Voraussetzungen, sich überhaupt gar nicht bewusst sind, was das für sie bedeutet. Also auch hier in dem Fall wird ja schon geschrieben, dass man klagen will oder zumindest prüft, ob eine Klage Sinn macht in Richtung unterlassene Hilfeleistung, was die Garantenstellung erfüllt und auch fahrlässige Tötung. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin kein Richter, ich bin auch kein Jurist, aber ich sehe diesen Tatbestand in meinen Augen schon erfüllt. Also unabhängig davon, ob die Mitarbeiter jetzt in Anführungszeichen was dafür können, also in meinen Augen, sobald denen nachgewiesen werden kann, dass diese Mutter und dieser Mann oder dieses Ehepaar bei einem der Sicherheitsmitarbeiter vorstellig geworden ist, aus welchen Gründen auch immer, und er hat nicht erkannt, dass es sich in irgendeiner Form um einen, in Anführungszeichen, Notfall handelt, und er nicht den Rettungsdienst verständigt, auch wenn es zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht akut war oder noch nicht lebensgefährlich war, bin ich der Meinung, hat der Mann seine Garantenpflicht verletzt und gehört wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt. Das ist, also, da habe ich eine relativ stringente Meinung, weil genau solche Sachen sind es, die unsere Branche in Verruf bringen. Und ich bin der Meinung, auch diese Sachen zeigen, ob wir vernünftiges Personal haben oder nicht, um das mal wirklich so aufbrausend zu sagen. Denn genau, also eigentlich werden wir doch für genau sowas eingesetzt, und jetzt haben wir hier den Fall, da hätten wir helfen können, da hätten wir richtig, also da hätte die Branche Sicherheit, hätte da richtig gut dastehen können. Ne, einfach mal, um das auch mit einer gewissen Medienwirksamkeit zu betiteln. Da hätte jetzt genauso gut stehen können, ja, Ehepaar hat Probleme bei der Schwangerschaft oder bei der Entbindung des Kindes. Dank der Sicherheitsmitarbeiter, die vor Ort waren, konnte das Kind aber gerettet werden. Ja, das hätte auch eine Schlagzeile sein können, aber stattdessen haben wir jetzt eine Negativschlagzeile, wo noch geklärt werden muss, aus welchen Gründen da kein Rettungsdienst gerufen wurde. Aber in meinen Augen ist es, also in meinen Augen, auch wenn ich die Faktenlage nicht 100% kenne, weil die Berichte dafür einfach noch zu spärlich sind, hat der Sicherheitsmitarbeiter in meinen Augen zumindest einen Anteil an der Geschichte. Und das ist genau so, was sollte eigentlich mit einem vernünftigen Sicherheitsmitarbeiter, und ich sage hier bewusst vernünftig, weil ich denke, jeder, der zuhört, kann nachvollziehen, dass es da einfach auch sehr viele Graupen in dem Bereich gibt. Und die Diskussion hattest du letzte oder vorletzte Woche ja erst mit dem Begriff Wachmann. Ich glaube einfach, mit einem vernünftigen Sicherheitsmitarbeiter hätten wir ein solches Unglück, um das mal so zu betiteln, verhindern können. Und das ist das, was mich eigentlich am meisten schockt und eigentlich auch am meisten aufregt, dass da ein Sicherheitsdienst ist oder ein vermeintlicher Sicherheitsdienst,
Da Leute hinsetzt, die vielleicht auch gar nicht, auch wenn es da Anforderungen gibt, gar nicht auf diesen Job vorbereitet sind, oder aber dass so eine Mitarbeiter sind, die quasi, sobald sie Feierabend haben, den Gedanken Sicherheit komplett abschalten, und überhaupt gar nicht mehr im Kopf haben, worum es eigentlich bei dem Thema Sicherheit geht. Und das ist also noch einen schlechteren, noch eine schlechtere Schädigung für unseren Berufsstand oder für unsere Branche kann es eigentlich nicht geben als dieses Ding hier. Es geht ja auch noch weiter. Es geht ja noch einen zweiten Schritt weiter. Wir haben ja das Ereignis, aber es geht ja auch darum, wie eine Branche mit diesem Ereignis, wie mit diesem Ereignis umgegangen wird. Und der Umgang, finde ich, zeigt sich auch immer ganz gut, was im sozialen Netzwerk damit auch tatsächlich angestellt wird an dieser Stelle. Und man kann sich die Kommentare dazu durchlesen, die Beiträge, die ich dazu verfasst habe, die sind öffentlich. Aber wenn ich dann so Kommentare lese, wo dann relativ schnell in die Argumentation reingeht, zu sagen, du, der, die sind doch seit 2 Monaten, und das ist offensichtlich bestätigt, die sind seit 2 Monaten in Deutschland. Dann muss ich ja schon so viel Deutsch sprechen, dass ich einen Rettungswagen selber rufen kann. Dann kann ich mir an dieser Stelle einfach nur an den Kopf fassen für diese Naivität, mit der dort umgegangen wird. Also ich sage ganz ehrlich, auch aus meiner Erfahrung, wenn du in einer Stresssituation und auch noch in einer Situation, mit der du persönlich heillos überfordert bist, weil du eben nicht in dieser objektiven Situation drin stehst, dass du keine emotionale Bindung zu demjenigen, für den du jetzt gerade Hilfe besorgen möchtest, stehst. Wie in meinem Beispiel, du, ganz ehrlich, dann rufe ich da an der Leitstelle an, sag dem, wo ich bin, was passiert ist, und der schickt mir einen Rettungswagen oder schickt mir keinen. Aber wenn du selber in so einer Situation bist, selber ganz schwer Deutsch sprichst, und ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen, ich musste letztes Jahr für eine sehr nahestehende Freundin einen Rettungswagen rufen, weil die den ganzen Tag über schon Herzprobleme hatte, abends dann zusammengesackt ist und ohnmächtig wurde. Und da bist du in so einer Situation, wenn du das tagtäglich nicht machst und da noch eine gewisse Emotionalität drin ist und Angst und Sorge, dann bist du heillos überfordert. Und ich war auch überfordert, mal davon abgesehen, dass ich in dieser Situation diesen Menschen am anderen Ende nicht verstanden hatte, weil der offensichtlich sein Mikrofon im Mund selber drin hatte, dass der daran genuschelt hat. Und ich mehrmals nachfragen musste, was dann ist. Und dann stelle ich mir das vor, meine Schwester ist jetzt aus Island zurückgekommen, und die hatte dasselbe, ein anderes Problem, aber auch, glaube ich, recht gut als Beispiel transferierbar darauf, dass sie für jemand anders, eine schwer blutende und ohnmächtige Person, Rettung holen musste in einem fremden Land, die Notrufnummer zwar hatte, aber an eine Person gekommen ist, die nicht die Sprache sprach, die nicht mehr Englisch sprach, obwohl Englisch sowas wie eine zweite Amtssprache in Island ist, die mehrere Minuten dort in dieser Telefon, nicht Warteschleife, aber in diesem Telefonat, in diesem Gespräch drin hing, bis der Ort klar war, wo Rettung her muss, welchen Umfang von Rettung geholt werden muss. Und jetzt stell dir mal vor, Männer sind ja meiste Zeit schwangerer als die Frauen selber. Und obwohl wir angeblich ja immer als das starke Geschlecht dargestellt werden, glaube ich, dass wir, ohne selber die Erfahrung gemacht haben, auch ziemlich stark in Panik geraten. Und dann als Antwort darauf zu haben, ja, wenn ich 2 Monate in Deutsch lese, dann habe ich in Deutschland lebe, dann habe ich da auch die notwendigen Kenntnisse, auch einen Rettungswagen selber zu holen oder anderen Mist zu lesen, wie, naja, das ist ja alles, ja, lass mal abwarten und lass mal gucken, und
Wie gesagt, es war ja gar keine Vorverurteilung, sondern es ging letztendlich nur darum, das darzustellen und diese Fehlerkultur, die wir auch in dieser Branche haben, einfach darüber zu sagen, ohne das, was ich auch eingangs gesagt habe, ohne zu sagen, der hat falsch gemacht und dieser blöde Wachmann hat total versagt. Nee, Quatsch, dorthin in eine Diskussion, in eine rational sachlichere Diskussion zu kommen, um zu sagen, da hat jemand Hilfe benötigt. Und egal, ob er sich nicht ausdrücken konnte oder der auf der anderen Seite nicht helfen wollte, wir müssen diese Situation, wie sie entstanden ist, müssen wir grundsätzlich für die Zukunft versuchen zu verhindern. Diese haben wir gar nicht, weil jeder in diese Verteidigungshaltung kommt. Wir in unserem Berufsstand passiert nichts Falsches. Wir machen keine Fehler, lassen mal abwarten und das möglichst lange aussitzen, bis wir tatsächlich das in unserem kollektiven Vergessen überhaupt gar nicht mehr bewerten und uns dann, weiß ich nicht, in 2, 3 Monaten wieder wundern, warum wieder eine vergleichbare Situation eingegangen ist, weil wir einfach letztendlich nichts aus dieser Situation raus gelernt haben. Und dann setze ich das nochmal eine Stufe weiter in den Kontext der DIN 77-200-Diskussion, die ja aktuell momentan ist und wo ja auch der Teil 2 der DIN 77-200 ein eigenes Kapitel hat, wie Sicherheitsdienstleistungen in Asylunterkünften, in Flüchtlingsheimen erbracht werden, wo ich gar nicht mal darüber rede, dass das da nur der Part interkulturelle Kompetenz erweitert werden soll für Führungskräfte und eine 40-Stunden-Zusatzqualifizierung für normalen Sicherheitsmitarbeiter, wo es darum geht, dann irgendwie zu verstehen, warum jemand flüchtet und zu verstehen, wie es zu Konflikten kommt und sexuellen Spannungen und was da nicht alles an Müll drin steht, wo du dann sagst, ja, warte mal, das ist ja schön und gut, wenn ich weiß, was es für Fluchtursachen gibt und was die Genfer Konvention sagt und was und unser Grundgesetz dazu sagt, wenn das nachher, wenn wir jetzt schon an diesem Punkt daran scheitern, und das steht ja auch damit im Kontext, dass wir diese Woche gab es ja auch eine Meldung darüber, dass ein Sicherheitsmitarbeiter offensichtlich einen Angriff auf sich selber gefaked hat, selbst sich Verletzungen zugefügt hat, um praktisch eine überforderte Situation bewerkstelligen, wo er selber massiv körperliche Gewalt eingesetzt hat, dass wir eigentlich viel mehr darüber diskutieren müssten, wie wir eine berufliche Kompetenz, gar keine interkulturelle Kompetenz auf spezifische, sondern wie wir eine berufliche Kompetenz entwickeln, dass solche Situationen einfach gar nicht einsteigen. Aber darüber können wir gar nicht diskutieren, weil in unserer Branche machen wir keine Fehler und passieren auch gar keine Fehler. Was ich da gerne noch ergänzen würde, ist der Fakt, es ist ja eine schöne Sache zu sagen, naja, also wenn ich 2 Monate in Deutschland bin, dann muss ich ja imstande sein, einen Notruf zu rufen. Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass der Sprachkurs, der zur Verfügung gestellt wird, das auch hergibt. Glaube ich einfach nicht. Denn, also ich kenne den Sprachkurs nicht. Aber ich gehe ganz stark davon aus, dass dieser Sprachkurs sich an einem schulischen Sprachkurs orientiert. Und wenn ich mal ehrlich bin, ich habe weder in meinem Französischunterricht noch in meinem Englischunterricht, und da können jetzt die Zuhörer gerne mal in sich gehen und nachdenken, wie es in ihrem Spanisch, Latein oder sonst was Unterricht war. Ich habe in keinem meiner Schulunterrichte jemals gelehrt bekommen, wie ich Notruf absetze in dieser fremden Sprache. Also in Englisch ist es halt so eine Sache, da hat man, also ich glaube, das ist auch nicht der Anspruch. Der Anspruch muss sein, dass ich mich mit dieser Sprache verständigen und orientieren kann. Es ist halt, darüber ergibt sich dann irgendwann, dass du auch einen Notruf absetzen kannst. Bei 2 Monaten im Land vielleicht auch noch Sprachkurs gemacht. Wie du schon sagst, das ist eine Situation, die ist nicht alltäglich, und gerade als Vater, Mutter ist man da, glaube ich, nochmal ein ganzes Stück anderweitig beschäftigt und gestresst. Und dazu kommt, dass, ja, wie soll ich sagen, dass du bist 2 Monate in einem Land, hast die Sprache vielleicht nicht mal in den kompletten 2 Monaten gelernt, sondern gehen wir mal davon aus,
Die sind nach Deutschland gekommen, sind dann erstmal irgendwie in diese ganze Schiene, was machen wir mit euch oder wie können wir euch irgendwie fördern, reingekommen. Also gehe ich jetzt einfach, behaupte ich jetzt einfach mal so als Gegenbehauptung zu, die haben ja 2 Monate schon in Deutschland gelebt, dass sie vielleicht gerade mal einen Monat oder weniger überhaupt einen Sprachkurs genossen haben. Und also bei einem Leistungsstand von Maximum 2 Monaten, um das mal noch entschuldigend mit einzuführen, bei einem Leistungsstand oder einem Sprachniveau von Maximum 2 Monaten, was ja mit Sicherheit auch nicht 8 Stunden am Tag sein wird, zu verlangen, dass da jemand einen Notruf absetzen kann, halte ich doch für, also zum einen sehr hochgegriffen und sehr weit ab von der Realität. Also muss ich jetzt einfach mal so sagen. Davon abgesehen, der Kollege stellt sich ja hier hin, also geht ja nochmal um den Kommentar. Er stellt sich ja hier hin und sagt, naja, ob wir die Schuld nur beim Mitarbeiter suchen können, das ist mir zu einfach. Der hätte ja auch machen können. Genau, also sich auf der einen Seite hinzustellen und zu sagen, naja, ob wir nur dem Mitarbeiter die Schuld geben können, ohne die andere Seite zu kennen, finde ich jetzt ein bisschen doof. Sich dann aber hinzustellen und eine Behauptung aufzustellen, von der auch nicht klar ist, ob das überhaupt so zutrifft, halte ich für mindestens genauso doof. Also dieser Kommentar in meinen Augen hat eine gewisse Doppelmoral, weil ich kann nicht einen Sicherheitsdienst hinsetzen und nicht von dem verlangen, dass er sowas nicht sieht. Hatte ich jetzt schon gesagt, aber wie gesagt, das ist so ein Man muss aber an zentrales dieser Thema. Stelle auch sagen, das sind natürlich die jetzt die extremen Kommentare, die wir hier ansprechen und diskutieren. Klar, Es gab keine natürlich Frage. auch ganz viel Zuspruch tatsächlich zu dem und Verständnis. Das muss man ja auch dazu sagen. Ich glaube, das wichtigste und das vielleicht auch einzig legitime Wort ist Unverständnis, wie es zu so einer Situation kommen kann. Das gab es natürlich auch, dass dort auch einige von ihren Erfahrungen berichtet haben und darüber erzählt haben, wie teilweise wirklich schlimm Na, die Situationen sind. worum es mir eigentlich mehr geht, ist, man sollte nicht vergessen, Sicherheitsdienst hat eine gewisse Verantwortung einfach. Also, wenn ich dann, also, das mag jetzt weit hergeholt sein oder schwer vergleichbar, weil die Ausbildungszeiten einfach unterschiedliche sind, aber ich bin der Meinung, hätten wir da einen Objektschützer oder hätten wir dann, also ich rede jetzt zum zentralen Objektschutz der Berliner Polizei oder einen Berliner Polizisten hingesetzt. Wenn ich der Meinung wäre, das nicht passiert, mit dem Hintergrund, dass die in Anführungszeichen anders gepolt sind. Also die sehen eine Situation, sie können sie nicht 100% einschätzen, aber ihnen fällt auf, dass irgendwas nicht dem normalen Status quo entspricht und dass irgendwas nicht so läuft, wie es laufen sollte. Was machen sie? Sie rufen Verstärkung, sie rufen Unterstützung, sie rufen Rettungsdienst. Und ich bin der Meinung, als Sicherheitsdienst müssen wir oder als Sicherheitsmitarbeiter, als Sicherheitsmanagement, Sicherheitsbranche, was auch immer man, also welchen Stiefel man sich da jetzt auch anziehen möchte, bin ich der Meinung, müssen wir ein ähnliches Verständnis von unserem Job haben. Und konsequenterweise müssen wir auch sagen, Menschen, die nicht imstande sind, einen solchen Gedanken an den Tag zu legen oder aber nach dieser Maxime zu handeln, sind bei uns in der Branche schlichtweg falsch. Dass wir historisch in der Branche stecken oder in der Branche arbeiten, wo, wie du es in deiner Wachmann-Diskussion, die wir nächstes Mal vielleicht gerne nochmal erläutern können, damit jeder weiß, wovon wir überhaupt sprechen, genau diese Diskussion hattest, von wegen historisch ist das einfach ein Begriff, wo alle Leute, die ich in meinem Betrieb nicht mehr gebrauchen konnte, aus welchen Gründen auch immer, persönliche oder andere, sie zum Wachmann gemacht habe und viele Leute deswegen, also viele dieser Wachmänner oder Wachfrauen, wenn es die auch schon gegeben hat, sich dann einfach hingestellt haben und gesagt haben, ich kann hier nichts, ich mache hier nichts und ich warte einfach auf meine Rente. Klar, wir kommen aus dieser Historie, keine Frage, aber ich denke, dass wir 2019 definitiv schon in dem Bereich sein sollten, dass das nicht mehr unsere Geschichte sein sollte und dass wir nicht mehr Mitarbeiter haben sollten, die sich so verhalten. Weil ich bin der Meinung, mit denen gewinnen wir keinen Blumentopf, mit denen gewinnen wir keine positive Aufmerksamkeit. Und ja, es ist ein hartes Statement, aber die gehören nicht in unsere Branche. Also, ich möchte jetzt keinen anderen Beruf schmälern, indem ich sage, da steckt sie halt dahin, weil da können die keinen Scheiß bauen oder da können die nichts kaputt machen.
Aber wir sollten uns zum einen von dem Gedanken trennen, auch wenn das in der Realität noch anders gehandhabt wird, dass wir, jetzt mal böse formuliert, dass wir den Ausschuss bekommen und den dann auch noch beschäftigen, sondern das Ziel der Sicherheitsdienste, zumindest in Deutschland, sollte eigentlich sein, dass ich da einen Mitarbeiter habe, der Gefahrensituationen erkennt, der Notfallsituationen erkennt, der auch eine gewisse, ich sag mal, Routine hat, darin zu handeln. Ich kann das nur immer wieder sagen. Ich habe beim Sanitätsdienst der Bundeswehr gelernt, habe da den Ersthelfer bzw. den erweiterten Ersthelfer gemacht. Wir haben einen Monat lang, den ganzen Tag, haben wir irgendwelche, ich sag mal, Notfallszenarien vorgesetzt bekommen und mussten halt immer unsere Schritte durchgehen. Also es ging los, quasi den Körper von Kopf bis Fuß und genau auch dieser Reihenfolge abzutasten, mit dem Verwundeten oder dem Hilfesuchenden zu sprechen, herauszufinden, worum es geht, erste Maßnahmen einzuleiten, die Rettungskette zu aktivieren, etc. Am Anfang, ja, da waren wir, also wenn die Statisten haben ihn natürlich auch angeschrien, wir haben mit Kunstblut gearbeitet, teilweise mit künstlichen Verletzungen, um das möglichst realitätsnah zu machen. Und am Anfang, da geht einem die Pumpe. Das ist eine Situation, mit der man nicht tagtäglich arbeitet. Man ist halt selbst dann unter Stress mit, was mache ich jetzt und was soll ich bloß tun? Und das ist eine Situation, wo man nicht drauf klarkommt. Aber umso wichtiger finde ich es, gerade für einen Sicherheitsdienst, ist ein regelmäßiger Erste-Hilfe-Kurs. Das ist absolutes Laienspiel zu einem Sanitäter, zu einem Rettungssanitäter, Notfallsanitäter, wie auch immer die offizielle gebräuchliche Berufsbezeichnung ist. Aber es gibt dennoch eine gewisse Sicherheit. Und so eine Sicherheit und so eine Routine kann man nur herstellen, indem man das immer und immer wiederholt. Als wir am Ende unserer Sanitätsausbildung waren, also am Ende dieses einen Monats, da haben wir gegähnt, wenn wir irgendeine Situation machen sollten. Da haben die Leute uns angebrüllt, gepackt, gezogen, was auch immer. Das hat uns einfach nicht mehr interessiert. Nicht, weil wir wussten, das ist eine Übung, sondern weil wir in Anführungszeichen innerlich so abgestumpft waren, beziehungsweise so in unserem Tonus waren, was muss ich jetzt machen, in welcher Reihenfolge, wenn ich das und das habe, was bedeutet das dann für mich und was sind meine nächsten Schritte. Wir waren so in diesem, ich sag mal, in diesem Schema F drin, dass uns diese emotionale Seite einfach nicht mehr so stark bekommen hat. Wir waren wesentlich distanzierter, wir konnten unsere Arbeit machen. Und ich bin der Meinung, für einen Sicherheitsdienst muss das also zumindest in einer Situation, wo du nicht einfach nur, in Anführungszeichen, Nachtwächter sitzen hast, sondern wo du mit Menschen zu tun hast, wo du vielleicht auch mit Menschen zu tun hast, die sich nicht unbedingt selbst helfen können, und das ist hier nun mal einfach der Fall, ähnlich wie als Beispiel in der Behindertenwerkstatt, da hast du halt nun mal Klientel oder da hast du nun mal Kunden in Anführungszeichen, die sich nicht unbedingt selbst helfen können, dann ist es umso wichtiger, dass meine Mitarbeiter die notwendigen Kenntnisse und Routinen besitzen, dass sie in solchen Fällen adäquat handeln können, weil wie du selber sagst, ich musste den Notruf wählen. Ich habe den nicht verstanden, ich war emotional gebunden, ich war hoch aufgeregt, weil ich wusste jetzt auch nicht genau, was los ist. Ich will nicht sagen, dass ich das besser gemacht hätte, keine Frage. Wobei mir in so mancher anderen persönlichen Situation mit sehr nahestehenden Personen durchaus schon aufgefallen ist, dass ich da zu einer gewissen Distanz neige, wobei ich das jetzt einfach mal auf meine Sanitätsausbildung schieben will. Das ist halt nicht alltäglich, aber wir müssen halt in den Bereich kommen, zu sagen, okay, der Sicherheitsmitarbeiter kann auf einfach eine Ausbildung zurückgreifen und sagen, okay, alles klar, meine nächsten Schritte sind A, B, C, D, die er dann durchführt, sodass wir rechtlich einfach einmal safe sind, aber in meinen Augen auch aus einer moralischen Sicht her sagen können, hey, ja klar, du bist nicht der Arzt, du bist nicht der Notfallchirurg und du kannst der Frau vielleicht auch nicht ihr Kind entbinden, was auch nicht von dir gefordert wird, aber du hast alles getan, was in deiner, in Anführungszeichen, Macht liegt oder was deine Ausbildung hergibt. Und ich finde, also ja, es ist schwer zu sagen, ob er da jetzt richtig gehandelt hat oder nicht. Wir kennen die Fakten alle noch nicht, wie gesagt. Aber also in meinen Augen, unabhängig davon, jetzt die Fakten zu kennen, und das mag vielleicht eine Vorverurteilung sein, der ich mich aber an der Stelle gerne hingebe, ich bin der Meinung, der Sicherheitsdienst hätte in meinen Augen eine ganze Menge mehr dafür tun können,
dass diese Situation anders ausgeht oder die Situation potenziell hätte anders ausgehen können. Und das hat er an dieser Stelle nicht getan. Und ich bin der Meinung, dafür muss er auch zur Verantwortung gezogen werden. Weißt du, Also, was ich das Tragische finde? Ich glaube, das Tragische ist, wäre das ein Tag. Ich stelle einfach mal die These auf, wäre das ein Tag vorher, ein Tag später passiert. Wäre das, wäre er in der Spätschicht gekommen oder was auch immer, dass das vielleicht auch, und das Schlimme daran ist, dass das der blöde Zufall war, dass diese hilfesuchende Person oder Personen einfach an den falschen Menschen geraten sind. Aber da bin ich einfach auch in vielen Punkten einfach Qualitätsmanager zu intensiv. Prozesse, die ich aufstelle, und sei es eine Dienstanweisung und laut Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten und AWO oder AWO, gab es diese Dienstanweisung, beziehungsweise gab es die klare Vorgabe, dafür zu sorgen, dass ein Rettungsdienst dann in einer solchen Situation gerufen wird. Ich muss meine Prozesse als Qualitätsmanager, spricht da aus mir, ich muss meine Prozesse so aufstellen, dass der Klügste sie versteht und einhält, leider auch der Dümmste sie vielleicht einhält, ohne jetzt zu bewerten, ob der dumm oder was auch immer, aber so allgemein gesprochen einfach, dass der Klügste, dass der Dümmste, dass derjenige, der vielleicht auch einen Hass oder eine entsprechende Gesinnung gegenüber diesen Menschen hat, sie einhält. Und das ist, glaube ich, an dieser Stelle das Wichtigste, dass das gar nicht zu einer Willkür kommt, wem wird geholfen und wem wird nicht geholfen, Ja, sondern dass am Ende jedem geholfen wird. ich würde mich da nicht mal zu stark auf die Prozesse versteifen, weil wir müssen uns bewusst sein, wir sind ein Gewerbe oder eine Branche, die zwar eine ganze Menge über diese Anweisungen, Prozesse, Abläufe, was auch immer regeln kann, aber nichtsdestotrotz sind wir ein Gewerbe, das auf den Faktor Mensch angewiesen ist. Und das in einer ganz, ganz starken Art und Weise. Denn meine Dienstanweisung, die kann so plump, in Anführungszeichen, so plump geschrieben sein, wie es nur geht, damit es wirklich der letzte Hinterwäldler, um das mal jetzt ganz überspitzt und provokativ zu sagen, auch versteht, was ich von ihm will. Es ändert aber nichts daran, dass wenn der Typ, der das liest und es auch verstanden hat, wiedergeben kann, umsetzen kann, was auch immer, wenn der es nicht umsetzt, dann bringt mir meine beste Dienstanweisung und mein bester Prozess nichts, weil es hapert an der Person, die es ausführen soll. Und ich glaube, das ist eher ein Punkt, wo wir uns hinentwickeln müssen. Weswegen ich auch so vehement meine, das ist eine Person, die passt dann einfach nicht in die Sicherheitsbranche, weil ich kann Dienstanweisungen noch und nöcher haben. Und das habe ich in einem meiner bisherigen Tätigkeiten erlebt. Das Unternehmen hatte über 250 Dienstanweisungen. Wirklich für jede einzelne Tätigkeit gab es eine Dienstanweisung, in Anführungszeichen, in welchen Kreisen der Wagen zu waschen ist. Um das mal so zu überspitzen. Die Mitarbeiter haben auch gesagt, das sind viel zu viele, um sie alle auswendig zu kennen. Ja klar, dafür hatte ich aber ein vernünftiges System, wo ich sie alle nachschauen konnte. Nur wenn meine Mitarbeiter das Dokument lesen und das anders interpretieren oder anders umsetzen, als es eigentlich gemeint war. Und wir reden jetzt hier nicht von einem Vollidioten, der so mit Ach und Krach die vierte Klasse geschaffen hat. Und dann von mir, der, weiß ich nicht, studiert hat, um da mal ein großes Niveau einzubauen. Darum geht es nicht, sondern es geht halt darum, die müssen verstehen, worum es geht, und sie müssen es vor allen Dingen, müssen sie es vernünftig umsetzen. Und da bin ich halt der Meinung, das kannst du aus Qualitätssicht, kannst du das mit einem Prozess und einer Dienstanweisung und einer Verfahrensanweisung und einer Erklärung zur Verfahrensanweisung, kannst du das Ding nicht retten. Sondern da bin ich der Meinung, musst du dann hingehen und sagen, pass auf, das ist mein Prozess, und musst es halt einfach durchspielen. Musst dir halt angucken, ich pass auf, wir spielen jetzt mal folgendes Szenario durch, der und der kommt auf dich zu, zeig mir, was du machst. Und wenn wir da schon sehen, dass der Mitarbeiter das partout nicht hinbekommt oder vielleicht auch gar nicht verstehen will, wie wir es gemeint haben als ich sag mal, Vorgesetzte, oder dass der die Umsetzung bei mehreren Prüfterminen, sage ich jetzt mal, nicht hinbekommt, dann ist der falsch bei uns. Dann muss der woanders hin. Weil dann ist doch dieses Drama, das wir jetzt hier haben, oder dieses Ereignis, diese Tragödie, ist doch dann vorprogrammiert.
Und ich glaube, das ist ein größerer Faktor, als wenn wir sagen, na, die Prozesse müssen stimmen. Weil nach der Aussage oder nach dem Bericht der BZ haben die Prozesse ja gestimmt. Es gab ja solch eine Dienstanweisung, einen Rettungswagen zu rufen. Warum das nicht gemacht wurde, kann sich aber keiner erklären. Naja, also wenn der Mitarbeiter, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, der hat das gewusst, der hat dafür unterschrieben, dass er sie gelesen hat, etc. pp. Wenn der das aber sagt, naja, gut, da steht eine Frau vor mir, die ist mir die Ohren am Vollheulen morgens, sonntags morgens um 4 Uhr, da habe ich gerade keinen Bock drauf, ich würde eigentlich lieber weiter meinen Film gucken, meine Serie gucken und im schlimmsten Fall würde ich am liebsten weiter pennen, weil sonst ist Sonntag nachts eigentlich hier immer ruhig. Naja, also da brauche ich nicht viel erwarten von dem Kollegen. Dass nachts ruhiger ist und es schwerer ist, wach zu bleiben, steht außer Frage, aber wenn Personen auf mich zukommen, was von mir wollen, dann muss ich halt einfach wach sein, dann muss ich die Situation erfassen und muss situationsgerecht handeln. Und das wiegt kein Prozess, keine Dienstanweisung, kein irgendwas auf, sondern das ist eine reine, in meinen Augen, moralische Frage, das ist eine Sozialkompetenz und das ist eine gewisse Menschenkenntnis, die da vorausgesetzt werden können muss. Und wer das nicht bringt, der sollte sich in meinen Augen einen anderen Job suchen. Dass das nicht die netteste Meinung und auch nicht die vernünftigste, oder vernünftigste Meinung nicht, aber nicht die sozial verträglichste Meinung an dieser Stelle ist, ist mir vollkommen bewusst. Aber also ich denke, gerade in unserem Bereich sind wir nicht oder sind wir an dem Punkt angelangt, dass wir solche Wischiwaschi-Meinungen oder Wischiwaschi-Einstellungen einfach nicht vertragen. Also das schadet uns, das schadet dem Selbstbild und so werden wir in meinen Augen mit der Sicherheit in Deutschland, zumindest mit der privaten Sicherheit, nicht weiterkommen. Also da muss in Richtung Qualität Personal, um das jetzt einfach mal so zu benennen, muss eine ganze Menge geschehen, dass auch Firmen sagen so, ah, okay, also der ist wirklich gut. Ich meine, wir beide haben das schon festgestellt. Wir kennen nahezu keinen Dienstleister, mit dem wir bisher zusammengearbeitet haben, der in Anführungszeichen unseren Anforderungen, 100%. genau, der unseren Anforderungen 100% entspricht. Und ich muss zugeben, in meiner bisherigen Tätigkeit, nachdem wir jetzt auseinandergegangen sind, habe ich einen einzigen Dienstleister erlebt, dem ich das auch gesagt habe, dass ich ihn für einen oder den besten Dienstleister halte, den ich bisher erlebt habe. Und also, du kennst mich, du kennst meine Anforderungen, das sage ich nicht jedem. So. Und also da muss, also wenn du an dem Punkt bist, dass selbst Kunden sagen, naja, also ganz ehrlich, ich erwarte von dir einfach nicht viel, weil die ganze Branche nicht qualitativ nicht den höchsten Stand hat, ist halt blöd. Also da musst du dich halt entwickeln. Und da, wie gesagt, Sicherheitsdienste in meinen Augen sehr, sehr viel über Personal. Also anders kriegen wir das nicht geregelt. Lass uns diesen Podcast nicht mit dieser schlechten Stimmung beenden. Nee, wäre unschön. Du hast recht, ich bin ja vollkommen auf deiner Seite und ich glaube, das sind auch ganz, ganz wichtige Statements und Aussagen, die dort getroffen werden. Also ich bin gespannt, ich hoffe, wir kriegen wieder Feedback zu dieser Folge des Podcasts. Und ich bin mal gespannt, wenn wir Feedback bekommen, ob sich jemand, ich sag mal, auf mein Dauerstatement, es liegt am Personal und die richtigen Leute müssen gefunden werden, ob sich jemand dazu äußert und wie seine Meinung dazu aussieht. Das würde mich wirklich interessieren, nicht weil ich jetzt auf Krawall aus bin oder provozieren will, sondern einfach, weil mich da mal die Meinung von unseren Zuhörern durchaus interessieren würde. Aber wie du sagst, lass uns das ganze Ding hier nicht mit einer schlechten Nachricht oder mit so einem traurigen Thema, was es ja im Endeffekt ist, beenden, sondern mit einem etwas Ich habe zwei interessanteren. Tipps. Ich habe noch zwei Tipps mitgebracht. Ah. Der erste Tipp kommt von der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA, die nochmal darauf hinweist, dass es eine total dumme Idee ist, im Flugzeug ein Souvenir, nein, nicht ein, doch ein Souvenir, das war die Begründung des Fluggastes, einen Raketenwerfer als Souvenir aus Kuwait mitzubringen. Das ist unglaublich blöd. Das twitterte diese Woche die Sprecherin von TSA. Der Raketenwerfer sei offensichtlich nicht funktionsfähig geworden, aber Gewesen. wenn ich das richtig lese, gehörte der Mensch, der Fluggast der US-Armee in Texas an. Der Hinweis ist, manchmal wäre es sinnvoller, einen Schlüsselanhänger als Souvenir mitzubringen statt Raketenwerfer. In Form eines Raketenwerfers. In Form, meinetwegen auch in Form eines nicht funktionsfähigen Eieiei. Raketenwerfers. Und der zweite Tipp, ich habe diese Woche eine Serie angefangen, nein, letztes Wochenende eine Serie angefangen. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Nennt sich Colony, gibt es auf Netflix, ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion.
Wir wollen an dieser Stelle gar keine Werbung für Netflix machen. Es gibt auch bestimmt ganz andere super tolle Streaming-Dienstleister. Aber Colony, glaube ich, findet ihr, also Colony wie das englische Wort für Kolonie, findet ihr nur dort. Aber ich erzähle euch auch, warum ich das als auch für die Branche oder für diese Thematik als total spannende Serie empfinde. In dieser Serie geht es um den Konflikt zwischen einer nicht greifbaren und eigentlich auch nicht auftretenden höheren Macht und der vorauseilenden Handlung der Menschen im Interesse und im Sinne dieser höheren Macht, nämlich nach einem offensichtlich Angriff von dieser höheren Macht, wer auch immer das ist, wird tatsächlich in der ersten Staffel relativ offen gelassen, ist der nordamerikanische Kontinent in Kolonien eingeteilt, in denen die Bevölkerung praktisch gefangen gehalten wird. Und die menschliche Herrschaft hat in diesen Kolonien ein System aus Kontrolle, Überwachung, Regeln, Bestrafung entwickelt, um praktisch sich selber zu schützen, indem sie das Wohlgefallen der überlegenen Macht garantieren. Und daraus entwickelt sich praktisch eine stetige Diskussion aus dem Konflikt, wie viel Freiheit, wie viel Sicherheit braucht man, die sich eigentlich durch diese gesamte Staffel durchzieht, wobei Freiheit dort eher als potenzielle Repressionsfreiheit gegenüber dieser eben nicht näher definierten Macht angesehen wird und nicht Freiheit vor dieser Macht, und voraus allem Gehorsam, denn in dieser ganzen ersten Staffel wird keine einzige Forderung an die Menschen gestellt, sondern die Menschen entwickeln selber ein System aus Freiheit oder beziehungsweise Sicherheit in dieser Form, und dass sie sich selber auferlegen, um praktisch immer diesen Wohlgefallen dieser höheren Macht zu haben. Und Sicherheit wird da letztendlich immer als Ruhigstellung und Konfliktfreiheit innerhalb der Bevölkerung angesehen. Und wenn ich das mal so ein bisschen nochmal transferiere auf die Thematik, die wir heute hatten, mit Breitscheidplatz, mit dem, was wir letzte Woche gesprochen haben, über Sicherheitskonzepte im Allgemeinen vor terroristischen Anschlägen, vor auch Schutz von öffentlichen Einrichtungen, dann sehe ich praktisch diese Diskussion auch wieder in diesem Transfer, weil oftmals Terrorismus oder die Sorge oder die potenzielle Eintrittswahrscheinlichkeit terroristischer Anschläge stellt für mich in dieser ganzen Diskussion, die wir haben, auch eine nicht greifbare, übermächtige Macht dar. Und wir mit immer strengeren Gesetzen, Polizeigesetzen, Anforderungen, baulichen und technischen Maßnahmen mit blindem Aktionismus teilweise eben genauso reagieren wie diese Menschen in dieser Kolonie und uns letztendlich dann auch unsere Freiheit auch einschränken lassen. Und von daher schaut es euch gerne an, wenn ihr das habt. Natürlich alles bitte legal und nicht illegal irgendwo downloaden von irgendwelchen Servern. Das ist Sag total spannend und ich glaube, man lernt ganz viel davon auch, wie so eine gewisse Eigendynamik bei so einem Thema entsteht. Kurzer Hinweis, die Serie ist nicht für und auch nicht von Netflix produziert, sondern von Universal Cable Productions und Legendary Television. Die Serie lief auch schon 2016 auch schon im regulären USA TV, nämlich bei USA Network. Allerdings liegen die Streaming-Rechte für diese Serie bei Netflix, weswegen du sie jetzt wahrscheinlich bei Netflix gucken kannst. Also nur nochmal. Schnort euch bei einem Familienmitglied oder Kumpel durch. Ja, genau. Für diese Serie. Also, deine Erklärung hat mich jetzt irgendwie sehr stark an The Purge erinnert, auch wenn ich nicht glaube, dass das in irgendeiner Form dem ähnlich ist, aber es war jetzt irgendwie so der erste Gedanke, den ich dazu hatte. Aber gut, wer Interesse daran hat, The Colony, Serientipp für Netflix oder alle möglichen anderen Möglichkeiten, sich Serien anzugucken, sofern sie denn legal sind oder so gut versteckt, dass keine... Oder ihr nicht erwischt werdet. Genau, oder sie halt einfach so gut versteckt sind, dass ihr keine Sanktionen zu fürchten habt. Eine Folge geht wie lange? Stunde?
Ich glaube 40 Minuten oder sowas, also Okay, total also. entspannt zum Gucken. Kannst du, es ist wirklich auch eine Serie, die du wirklich durchgucken kannst, weil sich das auf ganz wenige Charaktere beschränkt. Wie Nicht viele so wie Staffeln haben wir? House of Cards, wo du wirklich auch ganz, ganz Oha, kryptisch auch ja. manchmal nachdenken musst. Auch super, super Serie, viel Strategie und Politik und wie man mit Feinden, politischen Feinden umgehen kann. Aber das ist wirklich eine Serie, die du durchgucken kannst und wo du dir auch wirklich innerhalb dieser Serie echt darüber auch Gedanken machen kannst, was das eigentlich auch für dich bedeutet, beziehungsweise wie du reagierst. Ja, House of Cards muss ich mir auf jeden Fall nochmal von vorne reinziehen, weil ich bin sowas von raus, nachdem ich irgendwo aufgehört hatte. Wie viele Staffeln gibt es auf Netflix? Nur, dass die Zuhörer wissen, auf was sie sich da einlassen. Ich glaube, eine Staffel. Eine St Na, das ist ja überschaubar, das können wir nächstes Wochenende alles abhaken und dann können wir drüber sprechen. Eine Nachtschicht und man ist durch. Genau, nur eine Nachtschicht, möglichst nicht im Flüchtlingsheim, wo Schwangere leben. Haben wir aber quasi jetzt schon, oder ich habe das nächste Thema schon mal versucht anzurissen, weil das war ja dein Tipp. Ich glaube, du hattest keinen weiteren, oder? Ich bin durch, mein Kaffee ist alle, ich lehne mich zurück und Alles klar, dann übernehme ich jetzt. Mr. Watson, übernehmen Sie, oder wie war das? Nächste Folge, wir machen natürlich mit dem Format weiter, ob es euch gefällt oder nicht. Ihr müsst halt zuhören. Das ist ja jetzt quasi die Folge für diesen Sonntag, und das bedeutet, die nächste Folge erscheint dann in 2 Wochen. Also am 18. August kommen wir dann auf euch zurück oder wieder zu euch zurück mit neuen Themen, neuen Diskussionen, und hoffentlich mit ganz viel Feedback. Gerne auch mit Themenvorschlägen. Wie gesagt, sofern ihr da Themenvorschläge habt, die ihr gerne mal erläutert haben möchtet, vielleicht auch mit eurer eigenen Meinung, die wir mit vortragen sollen, schickt uns das einfach an die Sicherheits- oder an sicherheitsphilosophen@gmail.com. Das ist unsere Adresse, über die ihr uns erreichen könnt. Ansonsten tragt die Themen wir gerne brauchen noch einen weiter. Sendungstitel, fällt mir gerade ein. Oh ja, wir brauchen noch einen Sendungstitel. Jetzt hast du mich voll in meiner Abmod unterbrochen. Das Gute ist mein Frage, nächste Job. Frage. Was ist denn die Mod? Dann ist jetzt der Titel Es geht weiter. In Ermangelung eines Besseren. Aber ich finde, Es geht weiter ist ganz gut. Nehmt die Themen gerne mit, diskutiert die mit euren Mitarbeitern oder mit anderen Personen. Lasst uns gerne wissen, wie eure Diskussionen ausgehen. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet und uns zugehört habt. Wir sind für Fragen, Kritik und Anmerkungen jederzeit offen. Wie gesagt, schickt sie uns gerne zu. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Wünschen euch einen schönen Abend, Tag, Arbeitstag, was auch immer. Gute Nacht. Und verabschieden uns. Und wir hören uns dann zur nächsten Folge einfach wieder. Und dann sage ich von meiner Seite aus Tschüss und auf Wiedersehen. Und du kannst ja auch gerne noch schnell Tschüss sagen. Und dann sind wir quasi durch. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.